Schauen wir mal, was passiert. Mal gucken, wie viele Leute kommen. Ganz, ganz spontane Nummer. 20 nach 9. Herzlich willkommen zum Elternabend. Wer kommt hoch? Wer möchte? Ich lasse mal den Link da. Mal sehen, was das so spontan gibt. Ob überhaupt einer kommt. Erstmal schönen guten Abend. Einer ist auf jeden Fall schon mal da. Moin, Tommy. Morgen 21.20 Uhr. Das ist nochmal ein guter Zeitpunkt für einen Elternabend, oder? Drei Leute schon. Ich habe kein Thema, ich habe auch keinen Plan. Ich kam nur irgendwie gerade runter und ich hatte Bock, live zu gehen und mal mit euch zu quatschen oder was zu erzählen oder über neue Platten zu reden oder über den neuesten Test oder über den Magnat oder was auch immer. Also, hier ist der Link. Wer hochkommen möchte, ihr seid herzlich eingeladen. Wie gesagt, jetzt schon 8. Ganz spontane Nummer. Henslers schnelle Nummer eigentlich. Ich glaube, das mache ich öfter donnerstags. Freitag ist ja quasi schon ausgebucht mal wieder. Nein, musst du nicht. Ah, schönen guten Abend. Was ist denn das heute für eine Veranstaltung gewesen? Du hast ja geschrieben, irgendwie vor ein paar Stunden, 28 Minuten, Pop-Art Wuppertal. War das ein Flohmarkt oder ein Live-Event oder was war da los? Du musst natürlich keine Kinder haben. Aber die Schallplatten. Wir sind Eltern der Schallplatten. Geht auch. Also. Nein. Wie gesagt, aber wenn einer hochkommen möchte, ein Konzert, was denn für ein Konzert, was war denn da los? Was war los? Sah gut aus, sah auf jeden Fall gemütlich aus. Was gibt sonst Neues? Morgen ist Freitag, Release Day. Was steht bei euch an? Gibt es irgendwelche speziellen Releases, auf die ihr euch gefreut habt? Schauen wir mal, wenn sich in den nächsten 10 Minuten nichts weiter tut, dann war das ein sehr kurzer Elternabend. Dann könnt ihr alle wieder nach Hause. Schönen guten Abend. Hi, Richie. Geht's dir gut? Genieß den Urlaub. Haust ja ein Video nach dem anderen raus. Blur? Cover. Band. Blur. Oder waren Blur? Da. Ich glaube, die werden ein bisschen größer. Aber auch nicht schlecht. Blur als Cover kann man sich mal anschauen. Wobei, ich hätte nicht gedacht, dass die so zurückkommen, gleich in so einem, ich habe die eher in Hallen vermutet und nicht in Stadien. Hatte ich so nicht irgendwie auf der Uhr. Release Party, sowas. Ach nee, die neue Erscheinung von Blur, auf die freust du dich. Hast du schon reingehört? Ja klar, komm hoch. Na klar, lass mich hier doch nicht alleine. Eine ganz spontane Nummer, schauen wir mal, was passiert. Zeit läuft. Ich bin 40, so viel Zeit habe ich nicht mehr. Aber man geht schon. Dankeschön. Dankeschön. Wenigstens einer, der den interessant findet. Magnat, immer mal ein Risiko. Risiko, aber ich fand den wirklich gut. Und für den Preis, ich habe jetzt mal geguckt, der ist halt deutlich unter 1.000 Euro gerutscht. Nee, 15 Minuten geht nicht. Richie, das ist viel zu lange. 15 Minuten bin ich in der Haie. Und am Anfang war ich recht skeptisch und wirklich, es hat länger gedauert, aber da wurde dann wirklich, und nicht das Gehör, ich habe mich nicht dran gewohnt, sondern der wurde merklich besser und besser und besser und fabelhafte Phono-Vorstufe, hat mich auch überzeugt, hat teilweise mehr Spaß gemacht als die ich jetzt habe in dem Verstärker. Aber da mache ich, glaube ich, kein Einzelvideo dazu, sondern eventuell so eine komplette, wie auf meinem letzten Community-Post, irgendwie so eine komplette Retro-Stereoanlage. Oder doch lieber Einzeltest. Was habt ihr lieber? Ja, mein Ernst, jetzt komm einfach hoch. Viele Haare hast du nicht zum Stylen, also komm hoch. Alter Mann, ist kein D-Zug. Mal hin! Nee, keine Ahnung, ich bin gerade wirklich runter aus der Dusche und irgendwie habe ich Bock, jetzt mal live zu gehen. Frau verscheucht, Kinder sind am Zocken, sorry. Aber ich hatte das Go und jetzt bin ich hier und schon sind wir ein paar Leute. Entschuldigung.
Richie, wo bleibst du? Wer ist denn sonst noch alles da? Wer ist sonst noch alles da? Ich sehe nur Tommy. Tommy, bist du noch da? Eingeschlafen? Golf TDI? Ach, das waren Zeiten. Golf TDI. Waren gute Autos. Sind sie immer noch? So. Jetzt wird der Stream seine Längen bekommen. Ich habe keine Neuheiten. Ich habe auch keine irgendwie neuen Platten. Also schon neue, aber irgendwie kein Album, was mich mit. Heute habe ich eins entdeckt, was ich mir eventuell auf Platte holen werde. Das neue Album von Daughter. Habe ich irgendwie übersehen die letzten Wochen oder Monate oder wie lange es auch schon immer draußen ist. Aber nee, heute seit gestern Abend auf dem Rückweg und heute im Hinweg und wieder Rückweg gestreamt. Super spannendes Album. Überhaupt nicht langweilig, überhaupt nicht so Dream-Pop-mäßig, sondern sehr alternativ-mäßig. Schön. Sehr gut. Sehr gut. Einer, der am Start ist und nicht eingeschlafen ist oder um 9:30 noch nicht schläft, ist Donnerstag. Donnerstag ist Vize-Freitag. Was machen wir? Lass uns spontan treffen. Alle zu Richie. Und dann machen wir da im Keller eine Party. Stream das Ganze hier, der Schirm bleibt online. Und dann, ich weiß jetzt nur gar nicht, jetzt muss ich mal gucken, wie viel Akku ich hier noch habe. Das wäre gut zu wissen. Sollte noch reichen. Dankeschön. Komm gerade aus deinem neuen Video. Vielen Dank. Ja, kommt noch einiges. Also wer in meinen Community-Post guckt, da seht ihr ein, zwei Geräte, die schon da sind. Jetzt ist gestern auf der Terrasse noch ein Päckchen gewesen von, ich kann es verraten, ist auch nicht schlimm, von Acoustic Energy nochmal. Die haben noch was geschickt oder der Deutschlandvertrieb, der Markus, vielen lieben Dank dafür. Aber wie gesagt, ich mache eins nach dem anderen, alles auf einmal zu testen, macht keinen Sinn, weil dann weiß ich nicht, wie das klingt, wenn ich nicht weiß, wie die einzelnen Komponenten klingen. Was ist denn hier los? Matze, Elternabend. Ich habe das Ganze mal Elternabend genannt, aber ich habe schon auf den Sack bekommen. Also vielleicht nenne ich es um, aber warum denn nicht? Elternabend. 20 nach 9, donnerstags, 90 Minuten maximal. Und mal schauen, wo die Reise hingeht. Tag, Freunde. Schönen guten Abend. Ja, auf jeden Fall, ich habe noch jede Menge da. Ich habe auch noch alle anderen Testprobanden da. Also der Magnat ist noch da, der Rega P1 MD Sound Edition, der ist noch da, die werde ich vergleichen. Ich werde den Rega P1 mit dem auf dem Bild vergleichen. Oh, ich will nicht genau sagen, was es ist, aber man sieht es, wenn man da hinguckt. Und dann schauen wir mal, hier steht noch ein schöner Retro-Verstärker. Noch ein paar Boxen. Wie gesagt, ATR hat sich auch gemeldet, ob die mir auch was wieder schicken können oder worauf ich Lust hätte. Auf irgendwelche Boxen von Q, also nicht Q-Akustik oder keine Ahnung, irgendwie so komische, quaderartige Dinger auf Ständern, irgendwie hässlich, aber sollen ganz gut bandnah spielen und ob ich die gerne testen möchte. Ich habe das erstmal verneint, denn die kleineren aus der Serie, ich weiß echt nicht, wie die heißen, haben mir da besser gefallen und die wollten jetzt mal gucken, ob die welche auf Lager haben. Seitdem habe ich nichts mehr von denen gehört. Guten Abend, DDR. Ich finde DDR super. Ja, beim Magnat finde ich, ach du lieber Himmel, Freunde, zum Stream hinzufügen. Navin. Schönen guten Abend. Hi, schön, dass ihr da seid. Ja, Ganz, ganz, ganz was spontan. treibt dich so spontan zu YouTube in den Stream sozusagen? Ja, ich muss mich ja an die interne halten, an die Regeln, und an die Richtlinien, die erstellt werden. Und freitags nicht streamen, weil da ist Richie oder wer auch immer. Nein, Quatsch. Und da dachte ich, oh, weißt du was, irgendwie habe ich Bock.
Ich habe nichts vor. Musik habe ich die letzten Tage meistens bis 2 Uhr nachts gehört. Also heute vielleicht mal ein bisschen streamen, ein bisschen quatschen. Ja, ist ja schön. Wieder Klassentreffen. Ja, Klassentreffen. Ja, hätte ich auch nennen können, aber ich fand irgendwie Elternabend. Es gibt bei uns Elternabendpartys, warum nicht? Wo war ich jetzt dran? Das habe ich den Faden verloren. Das habe ich mich komplett aus dem Konzept gebracht. Genau, bei Magnat ist, glaube ich, das ganz, ganz große Problem der Name und dass er so günstig ist in Klammern. Würde das Ding dreimal so teuer sein und ein anderer Name draufkleben, wäre das Ding durch die Decke gegangen, bin ich mir ganz, ganz sicher. Das ist wie damals beim VW Phaeton, ja, der absolute Bentley-Qualität hatte, aber leider waren VW-Zeichen drauf. Ja. Beim Magnat findest du was? André, was meinst du? Was finde ich? Beim Magnat finde ich viel. Der Magnat hat alles geboten. Alles, was das Herz begehrt. Sogar eine MC. Und das ist so geil. Du kannst hinten MM und MC zwei Plattenspieler anschließen. Zeig mir mal einen Verstärker, der das kann. Der nicht 5.000 Euro kostet. Genau. Also aus dem Stehgreif. Ja, genau. Unter 3.000 Euro wird mir da gar nichts einfallen. So, und da kannst du nicht nur zwei Plattenspieler, sondern zwei verschiedene, MM und MC. Und beide, wie ich dann im Netz gelesen habe, weil die MC kann ich noch nicht testen, auch hervorragend. Ja, dann streamst du direkt, der kann Hi-Res, ist nicht mein Cup of Tea, aber das kann er. Das Ding macht alles, bis auf Kaffee kriegt er alles hin. Ja, und man muss ja ehrlicherweise auch sagen, diese Bluetooth-Variante, das ist halt schon auch mal ganz praktisch, ne? Absolut, das dachte ich auch. Also es ist genauso, wie ich gesagt habe, es ist nichts für, ich höre jetzt mal einen Abend Musik, aber wenn ich jetzt zum Beispiel neue Musik auf Spotify oder wo auch immer streame, ja, und mir immer diese blöden Kopfhörer reinhänge oder sonstiges, ey, dann lässt du das mal, du bist innerhalb von 5 Sekunden drin, stellst auf Bluetooth und zack, hörst du über deine Anlage halbwegs vernünftig mal ein neues Album durch. Also schon genau, cool. Gerade zum Reinhören irgendwie reicht es ja allemal. Also. Ach so, ja, siehst du? André, da hast du recht, da war ich stehen geblieben. Ich, alter Mann. Richie hole ich erst hoch, wenn er im Bild ist und nicht raucht. Also nie? Ja, wahrscheinlich. Ja, das war Hammer. Also ich hab auch den neuen oder den neuesten, den ich jetzt hier stehen habe, der kann auch, ist auch so ein Schweizer Taschenmesser, der ganz viel digital und alles hat. Das, was ich jetzt erstmal gemacht habe, war HDMI-Ausgang, Eingang, Fernseher angestöpselt. Und das ist natürlich eine Sache, die habe ich auch früher belächelt. Wir brauchten schon HDMI-Eingang. Wenn du das aber hast und du stellst deinen Fernseher mal, stöpselst ihn ein und du hast aus dem Nichts irgendwie geilen Ton oder du guckst dir ein Taylor Swift-Konzert auf Netflix an oder was auch immer, ey, ganz einfach, also super genial und nützlich. Für Puristen natürlich nichts, klar, aber sonst tolles Teil und ich glaube, es wird zum Verhängnis, weil da Magnat draufsteht und weil irgendwie Magnat ja mit der RV-Serie jetzt schon leider mit Ersatzteilen zu kämpfen hat. Ne? Also wenn man sich im Forum ein bisschen umhört, wenn das Ding kaputt ist, dann sagt Magnat offiziell, Pech, machen wir nicht. Und das ist natürlich beim Gerät, und die waren über 3.000 oder so. Der RV3 war der richtige Hammer, RV4 war schon ein bisschen abgerundeter. Sehr, sehr schade, dass die dann so Dinger raushauen, moin moin, und aber nicht dafür sorgen, dass die jahrzehntelang irgendwie am Markt versorgt bleiben können. Ja, vor allem, da reden wir ja auch nicht von 70ern, sondern tendenziell auch irgendwie 90er, oder bin ich da jetzt falsch? Nee, RV war vor ein paar Jahren, vor 5, 6, ne, sagen wir mal, 10 Jahre maximal, der RV3. Ach so, okay. Ich dachte, das war so um die Jahrtausendwende, aber ja. Das ist natürlich schon schwach, irgendwie ein 3.000-Euro-Verstärker und dann gibt es nach 10 Jahren keine Ersatzteile mehr, ist natürlich irgendwie... Ja, und ich hoffe, das ist jetzt, weil die jetzt die Serie, auch die Tausende haben die dann eingestellt, die waren ja auch so gigantisch gut und ich hoffe jetzt mit dem 87er, der 900er, es gibt ja glaube ich noch einen 400er oder so, dass die jetzt irgendwie das auf die Kette bekommen, dass die Dinge auch
ein paar Jahre halten können. Die halten ja, aber wenn was dran ist, dass die die Lieferengpässe da nicht haben, sondern da einfach noch, ja, genau, vor 3 Jahren schon End of Life, Feierabend. Also da gibt es da nichts mehr. Schade, weil Optik war brachial, sah aus wie so ein, ich weiß nicht, ob ihr das, wie so ein V8-Motor mit so Streckschnitten, ja, genau. Türrippen und diesen, also Verarbeitung auch gigantisch. Super Phono-Vorstufe, konnte auch Bluetooth, glaube ich, also der war tadellos in sämtlichen Tests. Fand ich auch mit den Kühlrippen echt schick gemacht irgendwie. Ja, und in sämtlichen Tests auch als brachial empfunden, also ging wirklich durch die Decke und dann irgendwie, aber ja. Wenn die Gemeinde natürlich mitbekommt, dass da irgendwie die Entwicklung eingestellt wird oder es keine Teile gibt, dann ist es schade. Und dann würde ich mir natürlich so ein Teil auch nicht kaufen für ein paar tausend Euro, wenn ich weiß, wenn da was dran ist, kann ich es wegschmeißen. Das stimmt. Aber auch nochmal auf den HDMI-Eingang oder generell digitalen Eingang irgendwie bezogen. Das stimmt schon, das ist schon halt teilweise echt ganz praktisch. Wir haben ja an unserem Rega LXR, das ist ja komplett nur analog, da musst du dann halt schon echt einen DAC-Wandler anschaffen, wenn du da irgendwas einspeisen willst. Jetzt ja. der neue LX Mark IV, der hat ja jetzt einen optischen Eingang gekriegt. Das ist schon echt ein Upgrade um 100%, ne? Also das, ja, und wie gesagt, jetzt habe ich was ganz anderes hier, das war noch niemals in meinem Haushalt und habe mich bis jetzt dagegen erfolgreich gewehrt von der Technik. Ist ein Klasse D. Und aber wie ich feststelle, mittlerweile, wenn man ganz, ganz ehrlich ist, ob Klasse D oder sonst was, das hörst du nicht raus. Ja. Du hörst es vielleicht, es hat so einen leicht trockenen Touch, aber das schreibe ich nicht der Klasse D-Stufe, sondern vielleicht der Marke zu, die immer schon so ein bisschen trockener daherkam und eher für Musikalität als wirklich für die ganz große Auflösung bekannt war. Aber ich bin, bis jetzt macht Spaß, aber das Ganze zusammen ist eine sehr, sehr warme Kombo hier. Die warmen Brüder. Ja, stimmt, hat sie ja gesagt. Tommy, gute Nacht. Du hast noch ein paar Stunden Schlaf vor dir. Und dann morgen auf jeden Fall ein schönes Aufstehen. So, was ist jetzt mit Richie? Der war kurz da und jetzt wieder weg. Der hat keinen Bock. Wieder weg. Aber er war nicht rauchend im Bild auf jeden Fall. Nee, der war gar nicht im Bild. Der hat, genau. Es lief ja. Der muss dann einfach nur ins Bild gehen, Richie. Du. Vielleicht geht der Ton einfach wieder nicht oder so. Nee, wir haben uns ja gehört kurz. Ja, ja. Oha, Glückwunsch. P8 ist ein Traumgerät. Wirklich, wirklich geiles Zeugs. Ja. Der P8. Noch relativ, finde ich, zu der Entwicklung, besonders zum P10, besonders wenn man da ein bisschen auf die Preise achtet, gar nicht so weit weg. Also das Ding ist echt noch bezahlbar. Nicht falsch verstehen, ist viel Geld. Aber das ist so P8, finde ich, ja, bei gewissen Online-Händlern oder SG-Akustik oder sonstiges oder auch MD-Sound, die haben auch teilweise Angebote. Der schlackerst du mit den Ohren. Da kriegst du knapp über 2 oder so mit dem Tonabnehmer. Hey, was willst du mehr? Definitiv. Also schon, also wenn ich gerade erlebe, was die Regas hier in meinem Zimmer abziehen, in der Preisklasse, dann weiß ich nicht, habe ich so ein bisschen Schiss davor, so ein P8 oder P10 anzuschaffen, weil ich glaube, der lässt sich dann so staunend zurück, dass du sagst, komm, Rechnung, hey, jetzt ist egal, jetzt will ich das Ding haben. Das glaube ich auch, ja. Ja, wobei ich vom P8 zum P10, der Preissprung ist ja nochmal eklatant irgendwie. Ja, das Doppelte, ne? Genau. Noch ein bisschen mehr als das Doppelte. Da tue ich mich immer noch so ein bisschen schwer halt irgendwie. Auf der einen Seite habe ich gute 2 Mille im Gegensatz zu über 5. Ist ein riesen Thema, weil ne? Dafür kriegst du 2 P8. Genau. Aber ich habe mir gedacht, also wenn ich mir ein P8 oder ein P10 kaufe, vielleicht mit ein bisschen Nachlass, vielleicht nach einem Test oder so ein Vorführgerät, würde ich auf jeden Fall erstmal dieses Exakt erstmal nur für 400 Euro drauf machen, dieses Gelbe. Völlig egal, dass der so viel mehr kann. Aber erstmal so, weißt du, und dann aufrüsten zum MC kannst du später immer. Aber erstmal schön, wobei, wenn ich den P8 habe, weiß ich immer, es gibt ein P10 und es wird mich nie aufhören zu kitzeln. Weißt du, ist auch wenn das wahrscheinlich auf viele Anlagen überhaupt keinen Sinn macht, aber es würde mich nie aufhören zu kitzeln im Hinterkopf. Ja, ich habe ja aktuell
echt noch so ein bisschen optisches Problem mit dem P8 P10. Ja. Also ich muss mich mit der Optik irgendwie noch so ein bisschen anfreunden. Ich muss ja auch ehrlich zugeben, dass bei mir also immer noch Dr. Feikart immer noch im Kopf rumschwirrt. Ne? Ich finde nämlich schwarz mit Holz richtig, richtig gut. Gefällt mir. Ich muss aber nochmal mit Thorsten, mit Snake Oil quatschen, das letzte Thema aufgreifen, weil das sind gute Spieler. Ja? Vor allem die Optik. Auf der anderen Seite hast du wieder keine Haube. Wie hältst du das Ding sauber? Wir leben alle in einem normalen Haushalt, ja, nicht in der speziellen Bude. Das Ding, also hier ist schon schwierig. Und dann so im Wohnzimmer so ein hässliches Abdeckteil stehen haben. Wobei man da ja ehrlich sagen muss, der P10, da ist es ja nicht anders. Doch, der hat nach wie vor diese Abdeckung über den Tonarm, P8 und P10, die gleiche Abdeckung. Ja, gut, aber die musst du ja zum Spielen sowieso abnehmen, oder nicht? So. Ja, zum Spielen, aber genau. Du kannst die danach drauflegen und zumindest so den Teller immer sauber, ne? Ja, klar, aber ich meine, das würde ja auch so wie Patrick von Sounds and Grooves zum Beispiel hat, das würde ja auch mit so einer Glocke irgendwie funktionieren, über einem Dr. Feiker zum Beispiel. Richtig, was ich nicht im Wohnzimmer. Nee. Gut. Was ich nicht im Wohnzimmer haben möchte. Also, weiß ich nicht. Klar, macht das bei so einem Laufwerk keinen Sinn, aber praktikabel, sag mal, für normales Real Life, für ein normales Wohnzimmer, wo Leute leben, ja, und sich auf die Couch setzen und irgendwie einfach sind, ist Staub. Und ich finde, so eine Abdeckhaube ist sowas verdammt praktisch, ist mein Plattenspieler. Auf jeden Fall, das schon. Da gebe ich dir recht. Und das, was Patrick hat, finde ich aber eigentlich auch ganz schick, aber du hast durchaus recht. Also ich mag das auch gern, wenn es zum Plattenspieler irgendwie passt. Ja, aber genau, ich finde, und dieser, ich kriege den Feikart nicht aus dem Kopf, weil ich kenne natürlich ein bisschen von ein, zwei Leuten, darf ich ja nichts sagen, werde ich verklagt. Interne. Ich weiß, wie die gebaut sind, das sind hervorragende Laufwerke, erzstabil, erzneutral. Ich würde aber, bevor ich das Geld ausgebe, definitiv irgendwie. Es gibt einen Händler, ich glaube Wittmann, der hat Rega und Dr. Feikart irgendwie unten. Bevor ich so viel Geld ausgebe und bestelle, fahre ich nach unten, nehme mir einen Tag frei und höre mir einfach beide an. Ja, und dann, wobei der Feikart ja, wenn du da den oder zumindest irgendwie Tonarm dran haben möchtest, dann kriegst du ja fast zwei P10 dafür. Und dann ist es die Frage, okay, von der Optik her ist es der Feikart, klar, ist ein wunderschönes Gerät. Aber erstmal guten Abend, ihr zwei. Was kostet denn so ein Feikart eigentlich? Ich habe mehrfach konfiguriert und die Basis hört sich ganz gut an mit irgendwie knapp über 4.000 Euro. Dazu kommt aber der Pomteller mit den Messinggewichten, der kostet nochmal 600 Euro. Dazu, ich würde auf jeden Fall das externe Netzteil holen, das kostet 650 oder 800 Euro. Und nicht zu vergessen, du brauchst einen scheiß Tonarm. Und die Feikarts zusammenbauen, die haben keine, ich meine, es macht keinen Sinn, auf einen Feikart einen Project-Tonarm zu klemmen. Ja, da brauchst du schon einen vernünftigen Jelko, die es irgendwie nicht mehr gibt, sondern Nachbauten, die noch teurer sind. Acht brauchst du für einen Feikart. Wenn du da einen Tonarm drauf knallst und du willst den so haben, dass es sich lohnt, brauchst du 8. Wir reden von dem Woodpecker, ne? Nicht von dem Volare, den kleineren, weil ja. Der lässt sich auch schön rechnen. Der geht irgendwie bei was? 2,7, 2,8 los. Da ist aber nichts dabei. Am Ende bist du auch bei 4,5 oder 5,5. Ne? Das sind welche im Angebot. Die Ausbaustufen, die kosten dann 5,9. Also ist das dann. Da bin ich beim PC. Und nicht wenige. Oder seriöse, nicht Tester, aber wirklich Leute, zum Beispiel hier in Belgien, wie heißt der? Der hat die Lautsprecher entwickelt mit einem Treiber, ohne Frequenzweiche, einfach pur mit dieser Technik. Und der hat auch für seine Shops den besten Plattenspieler gesucht. Meinst du die Lipetit? Nein. Okay. Ich meine gute. Und der hat sich für einen PC entschieden. Der hat sich alle gehört. Geld war nie ein Thema bei dem oder ist es bis heute nicht. Ja, und der hat dann gesagt, also
das, für was ich möchte. Und von war der P10 seine Wahl. Ja, und ich weiß, darf man ja auch nicht vergessen, wenn da halt irgendwie der Woodpecker in vernünftig bist du bei 8,5 oder sowas. Und für 8,5 einen P10, da kannst du ja schon sonst was für einen Tonabnehmer draufschrauben. Also. So. Genau. Und ich glaube auch nicht, dass die also weniger haltbar sind. Ich meine, immerhin ist es ein Rega, ja. Und Rega ist zum Beispiel also einer oder der einzige Hersteller, der mir bekannte, der lebenslange Garantie hat. Das ist ein Thema, was man nicht außer Acht lassen kann. Ja, das Ding hat, egal, ich glaube, ab P6, P8 oder sogar der, weiß ich, lebenslange Garantie. Der kann dir nichts passieren. Wenn du es nicht aus dem Fenster schmeißt, hast du lebenslange Garantie. Ja, und die sind da auch echt richtig kulant irgendwie bei Rega. Also ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt speziell an meinem Händler lag, aber ich hatte damals das Problem, das kennst du jetzt wahrscheinlich auch bei deinem Tonarm, bei dem Rega, da wo im Prinzip der Tonarm Sattel ist, also ne, wo der Tonarm drauf liegt. Nichts. Ganz, ganz kurz. Aber egal, mach weiter. Da ist oben drin so eine Gummilippe drin irgendwie. Da, wo der Tonarm im Prinzip, der Tonarm lift halt, ne? Also der Tonarm, ne? Wo der drauf liegt. Da hast du eine Gummilippe halt drin. Ja. Die war halt mal rausgeflutscht irgendwie und dann leider irgendwie wahrscheinlich im Staubsauger verschollen gegangen. Also zu spät gemerkt, dass sie raus war. und dann irgendwie zum Händler. Ich sag, gibt's das als Ersatzteil? Also hätte ich ja auch gekauft, irgendwie gar kein Problem. So. Und dann, ja, nee, bring meinen ganzen Plattenspieler mit, schicken wir ein, wird repariert. Was? War mir dann halt irgendwie echt ein bisschen viel Aufwand, weil nur wegen so einem blöden Gummischnippel. Ja, ne? Kann ich verstehen. Aber die würden es machen. So. Auf jeden Fall, genau. Gold Note, Mediterraneo, ja, ich habe auch mit ein, zwei YouTubern telefoniert, die möchte ich nicht erwähnen hier. Ganz, ganz tolle Laufwerke. Es gibt nur ein großes Problem, warum. Goldman war nämlich auch ganz oben auf meiner Liste mit Feigert und Rega. Der Tonarmlift bei Goldnote. Schaut euch den mal an, bevor ihr 5, 6 oder 7.000 Euro für den Mediterraneo ausgeben wollt. Es gibt diverse Videos dazu. Ich will die nicht bashen, aber schaut euch mal den Tonarmlift, wie der funktioniert bei so einem Plattenspieler. Und da kriegt ihr so das Grausen, dass ihr ganz, ganz schnell von diesem Teil wegkommt. Schade, weil dieses Teil ist einfach wunderschön. Es soll verdammt gut klingen. Ich will nicht sagen italienisch halt, aber es soll Drive haben, es soll wunderbar sein. Aber die Verarbeitung oder die Feinmechanik an dieser Stelle, den kannst du, das ist ganz furchtbar. Einfach furchtbar. Egal für was in der Preisklasse und für diese Preisklasse schon mal sowieso. Also ich weiß nicht, wollt ihr euch wirklich einen Dr. Feigert kaufen? Wollt ihr wirklich 8.000 Euro für einen Blattenspieler ausgeben? Keiner will das machen, aber wir müssen. Wir sind gezwungen. Was denn mit Nottingham? Was habt ihr denn gegen Nottingham, Alter? Also ich finde... Keiner hat was gegen Nottingham und ich finde auch wie der Phono, Peter, das macht übrigens, ich bin in seinen Kommentaren blockiert. Also wenn du zuschaust, lieben Gruß, entblockier mich mal wieder. Nur weil ich das. Warum macht ihr denn sowas? Eine längere Geschichte. Ich habe gesagt, Okay. Wenn du hier eine Meinung hast und dazu stehst, dann wirst du vor ganz, ganz vielen Leuten blockiert. Aber gar nichts habe ich. Ich finde, also Nottingham finde ich, glaube ich, richtig, richtig gut. Ich hätte ein Problem mit diesem ständig An-Motor-Modus. Den kannst du ja nicht ausmachen. Den musst du ja anschubsen und anhalten. Ja. Und da ist die Frage, und die kann ich jetzt nicht fragen, weil ich blockiert bin, wie verhält sich das? Also ich wechsle meine Platten immer on the fly, immer. Also das Ding läuft, ich nehme die ab und lege eine neue drauf. Ich lasse ja, immer. Weil der Rega, wenn der Rega hat, der weiß, die Dinger quietschen beim Anmachen. Ja. Aber auch bei meinem Project oder egal was, ich lasse die immer laufen und wechsle die. Also das hast du irgendwann drin, das ist auch nicht schlimm. Wenn der jetzt so einen drehmomentschwachen Motor hat, die sollen echt verdammt gut klingen. Also, und die sind gar nicht so teuer. Also da gibt es viele Vorteile. Ja, du kriegst sie gebraucht um die 1.500 Euro. Also. Ja, aber das Ding ist immer an, extrem drehmomentschwacher Motor. Ja.
wie, die sagen ja alle, haltbar ist das, okay, kann man denen vertrauen, die sind schon seit 50 Jahren da, alles gut. Aber wie verhält sich das, wenn der Motor so drehmomentschwach ist? Das heißt, wenn er die Geschwindigkeit hat, lockt er sich ein und hält die. Ja, so, klar. So weit, so gut. Wenn ich jetzt aber on the fly wechsle und verändere die ein minimal bisschen, hält er dann die Geschwindigkeit oder geht er wieder hoch? Das wird mich wahnsinnig machen. Das heißt, ich müsste dann jedes Mal, wie es gewünscht ist, anhalten. Der muss ja abbremsen, den Teller zum Anhalten. Ja. Und dann ist der Motor aber die ganze Zeit an. Ich könnte das nicht. Sorry, das sind so Kleinigkeiten, mein Hirn wird das nicht vertragen. Also mein erster Gedanke war jetzt von wegen on the fly, wäre dann gerade bei diesen Plattenspielern eigentlich die richtige Lösung. Also nimm runter, dreht halt weiter und schmeiß drauf. Weil ich mache immer aus, auf jeden Fall, weil ich habe ja keine Matte drunter. Ich mache ja direkt auf dem Acrylteller. Ich glaube, da möchte ich nicht irgendwie, dass die Platte kurz rutscht oder so. Mein erster Gedanke war jetzt von wegen, wäre doch dann eigentlich perfekt. Aber jetzt, was du dazu sagst, klar, logisch, ja. Warte mal, Snake, das gibt's doch gar nicht. Ich gucke gerade so, was schreibt denn da? Also, jetzt bau mal die Technik auf und komm mal hier hoch. Hab gerade mal geschaut, man bekommt einen SME 20 gebraucht für unter 10 Körner. Na gut, wenn sonst nichts ist, dann muss ich über. Hier. Ja. Also, wir müssen unbedingt über das letzte Thema noch aufgreifen, über clever gebaute Laufwerke sprechen, bitte. Das erklären, weil ganz, ganz wichtig, wir haben keinen Dr. Feikert und wir haben keine Laufwerke schlecht gemacht. Nur Snake hat erklärt, clever gebautes Laufwerk. Und das nicht. Also, ne? Und Akustik Solid. Für mich ist das ein Werkzeughersteller, der sich entschlossen hat, Plattenspieler zu bauen. Sorry. Das kommt für mich nicht in Frage. Der benutzt Bremsscheiben teilweise als Tellerauflage. Ich weiß nicht, was das soll. Meine Meinung. Ich werde jetzt schon mal keinen Akustik Solid testen, das ist klar. Oh, würde ich machen, aber. SME 20 für unter 10k. So, was haben wir hier? Unter 10k. Ja, unter 10k braucht man ja auch gar nicht über nachdenken. Das ist dann so ein No-Brainer. Nein, hast du falsch verstanden, Mulli. Also definitiv, warum nicht? Also wer es hat, alles gut. Und wenn ich meinen Laden bald schließe und verkaufe, dann hole ich mir auch so ein Ding. Ja, absolut. Was? Absolut, dann nehme ich die Kohle und hau die für einen Plattenspieler drauf und dann werde ich wahrscheinlich daheim feststellen, so viel geiler als der P1 oder P3 ist es doch nicht. Vielleicht ein bisschen ruhiger, vielleicht ein bisschen größer, vielleicht vom Kopf beruhigter und ein bisschen Streicheleinheiten, dass ich einen geilen Plattenspieler habe. Aber ich bin mir sicher, dass ich dann in dieser Umgebung mit diesem Setup, wir reden immer nur den Plattenspieler tauschen, so ja, bei 95%. Da vielleicht ein bisschen mehr, wie sagt ein berühmter YouTuber, da ein bisschen mehr Zingeling, ja. Ein bisschen mehr Zingeling und aber gerne hätte ich sowieso einen Feikert. Ich finde die Dinger toll. Ich finde sie toll, ich finde sie toll verarbeitet. Und wenn man das schwarz mit Holzoptik macht, finde ich gigantisch. Und ich weiß halt, die Dinger laufen, die machen keine Probleme und es läuft und es läuft und es läuft. Wenn ich 8.000 Euro ausgeben würde, dann für so ein Gerät. So, dann würde ich keinen Italiener kaufen. Nichts dagegen, aber mit der Verarbeitung, die momentan haben, nein. Ja, Peter, dann verkaufst du auch lieber einer von deinen, also ich würde einer von meinen Benzers verkaufen, bevor ich meinen Plattenladen aufgebe. Einen von meinen Benzers. So, Leute, das ist wieder ein Stream, der online bleibt. Ich habe nicht einen von meinen Benzern. Ich benutze immer nur einen anderen, um nach Frankfurt zu fahren, weil die dort immer zerkratzt werden. Ist gut. Ja, ich habe ihn ja nicht verkratzt, also von daher. Nee, wer weiß, du warst kurz weg. Du warst ja kurz weg, wer weiß. Moin. Moin, Frank, hi. Ich bin mir sicher, der Snake, der baut die Technik auf. Tatsächlicherweise ganz, ganz lustig, ich habe aktuell hier gerade einen MoFi Ultra Deck stehen. Hast du? Mit dem ich gerade so ein bisschen rumspiele. Irgendwie. Oh, das interessiert mich auch sehr. Also Ultradecks interessieren mich sehr, weil die sollen auch sehr, sehr stark sein. Also sehr, ja. Sehr gut.
Ja, also ich glaube, ich weiß gar nicht, was er neu kostet. Irgendwie, ich glaube, knappe 2 oder so. Ja. 1,18 oder so. Ja, dann, also so jetzt glaube ich, seit einer Woche oder so habe ich den hier irgendwie am Laufen. Da muss ich schon ehrlich sagen, das ist schon auch reger Konkurrenz, definitiv. Ja, Kann man auch der wurde auch, behaupten. also dieser große, den ihr habt, wurde ja Ja. mit dem Ultra Tracker oder mit dem Master Tracker verglichen, sogar mit dem P8, glaube ich. Und dann, also zumindest in einem Test, wie Ja. gesagt, von der Klangqualität, von der ganzen Aufmachung her, von der Musikalität, würde der in der Tat dieses MoFi-Gerät nehmen. War auch ein amerikanischer Test, also Okay. unter Vorbehalt. Ja. Unter Vorbehalt, klar. Aber finde ich auch gut. Finde ich auch. Gibt Okay, auf viele. jeden Fall, doch, doch. Für mich ist halt einfach für so einen Legastheniker hier, was so Feinmechanik angeht, die Regerteile, die sind halt so einfach, das System zu wechseln. Ja, drei Schrauben, fertig. Ja, das stimmt. Alles gut. Und das ist das Allerwichtigste. Erstmal einen schönen guten Abend. Wenn mit seinem Ja, und Plattenspieler zufrieden ist, ist völlig egal, was ihr habt, Leute, dann nur das zählen. Das ist wirklich meine Meinung. Ihr müsst zufrieden sein. Ein guter YouTuber, der Andrew Robinson, den ich gerne immer sehe, auf die Folgen warte ich immer, der sagt, dem einzigen, dem das HiFi gefallen muss, ist euch, dem das Spaß machen muss und somit ist alles perfekt. Wie lange hast du den denn schon, wenn ich fragen darf? Den 311, das Gerät kenne ich. den haben wir jetzt seit eine knappe Woche ungefähr, steht er jetzt hier. Warum? Nee, Vater hat jetzt irgendwie, wollte halt, Wie? ne, Vater wollte einen Plattenspieler. Und ja, weißt du ja, ich bin natürlich reger irgendwie und jetzt auch gerade mit dem 50th Anniversary. Da gibt es, also klar, da kannst du ja momentan irgendwie eigentlich fast nur den kaufen, irgendwie für das Geld. Aber den MoFi fand er irgendwie gut. Jetzt haben wir den halt hier irgendwie. Ich habe den soweit jetzt eingerichtet und Was fahre für ein gerade Tonabnehmer? Goldring 1042. Also nicht mit dem MoFi, Ne, sondern mit einem genau. anderen. Also den hat er auch Gebrauch gekauft, den Dreher. Und jetzt den gerade so ein bisschen am Ausprobieren irgendwie. So richtig warm wird er damit jetzt gerade noch nicht, leider. Direct Drive, sorry, das stimmt ja so nicht. Um den Tonabnehmer zu wechseln, den musst du ja trotzdem einstellen und die Headshell hat trotzdem nur zwei Schrauben. Also die Einstellsachen hast du, ob mit oder ohne SME, hast du die gleiche Arbeit. Weil wenn du einen neuen Tonabnehmer kaufst, muss der trotzdem auf die Headshell montiert werden. Du musst trotzdem alles einstellen, mit Schablonen, mit allem drum und dran, damit der sitzt. Und das hast du beim Reger halt nicht. Das stimmt. Sorry. Nee, genau. Richard. Also, ist noch. Richard, das ist aber eine sehr polnische Schreibweise da. Richard. Richard, finde ich gut. Gefällt mir. Nee, genau. Also, der MoFi bleibt vielleicht auch gar nicht in der Familie. Mal gucken. Also, ich find den eigentlich gar nicht verkehrt irgendwie, aber ich habe einfach jetzt irgendwie genug und zu viel. Also, ich Ja. brauche jetzt nicht noch einen MoFi, aber. Mal schauen. Ich Ansonsten komme da ist jetzt halt gerade ein bisschen aktuell. durcheinander. Also auf der einen Seite reden die ja drüber von wegen, dass man irgendwie einen Plattenspieler einstellen muss, aber Dr. Feikert müsste doch auch einstellen. Oh. Einen Guten wunderschönen Abend. guten Abend. Guten Abend zusammen. Der sagt einen Abend zusammen und ich höre ihn grinsen. Kennt ihr so Menschen? Ja, Ich stelle. aber ich habe Bitte. hier gerade Ton doppelt. Ich muss jetzt gerade mal kurz hier mich sortieren, dass ich Du den musst Ton YouTube hier. zumachen, ja. Aber das ist toll. Da sagst du guten Abend und du weißt ganz genau, der sitzt da und grinst dich einen ab. Aber schön, dass du ganz spontan auch Zeit hast. Ich Mit finde dem das. Doppelton bin ich ausnahmsweise mal nicht. Da freue ich mich doch schon mal drüber. Ja, da hast du recht. Wenn du ein Concorde-System machst, dann nicht. Dann kannst du die so wechseln. Dann musst du je nachdem aber die Höhe anpassen, was beim Technics auch schnell ist, weil du ja nur drehen musst und dann war's das. Hörst du uns jetzt gut? Ja, ich höre euch einwandfrei. Hört ihr mich auch?
Ja, einwandfrei, einwandfrei. Ich musste nur, ich hatte gerade so einen Knoten im Kopf. Ich wusste jetzt nicht, muss ich jetzt YouTube anhalten oder den Stream anhalten, weil ich so zeitverzögert das ja. gehört habe. YouTube war es. Thorsten. Männer, da war ganz schön was. Gut. Dankeschön. Danke. Hast so. Du die letzten Tage ein bisschen Kühle irgendwie reinkommen lassen? Gott sei Dank. Ja, ja. Ich bin ja immer das Leiden Christi im Sommer und die letzten Tage ging aber. Auch nicht schlecht. Ja, dann schönes Video von dir, das Interview, fand ich irgendwie interessant. Gerade irgendwie jetzt so zu der Zeit über Selbstbauboxen. Aber ganz, ganz viele E-Mails und Kommentare über verschiedene Hersteller und clever gebaute Laufwerke. Bitte. Ich habe also wieder ausreichend getriggert. Das ist schön. Bitte, genau, klär uns auf. Ich habe ja erwähnt, es wurde niemand gebasht, niemand schlecht gemacht. Ich habe verstanden, was du mit clever gemeint hast. Also lange entwickelt, rumexperimentiert, Jahrzehnte hin und her, einen anderen Weg gegangen. Aber klär uns auf, bitte. Nee, für mich ist clever gebaut halt in dem Moment der Fall, wenn man mehr als ein Problem adressiert. Und ich habe halt das Gefühl, bei einigen Herstellern heute, so die nehmen sich einem Problem an, lösen das dann auch, aber das war's dann. So, und lassen 10 andere Probleme rechts liegen. Und ich sage es mal, zum Beispiel bei einem Masselaufwerk. Ja, natürlich hat ein Laufwerk mit viel Masse Vorteile. Das ist ja gar keine Frage. So, aber nur ein Laufwerk einfach schwer zu machen, ist ja noch keine Lösung. Also ist ja noch kein Laufwerk. Und wenn ich mir da angucke, da bauen irgendwelche Bohrinseln, wo so ein Kleinspieler irgendwie, keine Ahnung, eine halbe Tonne wiegt und denken, die haben damit alle Probleme gelöst, da denke ich immer so, ja, was ist denn da schiefgelaufen? Ne, weil wenn so eine halbe Tonne Metall anzuregen, ist schwierig. Das stimmt schon, der Gedanke stimmt ja. Nur schwingt das einmal, hört das halt auch nicht mehr auf. Genau. Wenn es einmal wackelt, dann hast du verloren, genau. Ja, dann bleibt es. Oder ich sag's mal, so ein Motor, ich habe gerade über Nottingham gesprochen. Also natürlich ist das total sinnvoll, nicht nur sinnvoll, es ist zwingend notwendig, den Motor ordentlich vom Plattenteller zu entkoppeln. Na, du willst halt nicht die Störgeräusche von dem Motor haben, der die ganze Zeit in deinen Plattenspieler reinbimmelt. Ja. So. Aber da gibt es ja verschiedene Lösungen, wie man das machen kann. Da gibt es sozusagen die Variante, ignoriere das Problem und bestreite einfach, dass das überhaupt eine Rolle spielt. Das ist ja wirklich, wie einige Hersteller angeben. So, dann gibt es die Variante, mach da mal so ein total umständliches Ingenieurs-Hack-Mack mit Magneten entkoppelt und Riesentamtam, wie Transrotor das macht. Ja, und dann gibt es die Variante, die Variante von Transrotor ist ganz gut, kostet leider 2000 Euro, nur das Problem umzusetzen. Wie könnten wir das denn mit 20 Cent lösen? Und dann kommt so ein Rega und sagt, ja, lass uns doch den Motor in ein paar Gummibänder hängen. Und da ist so eine Rega-Lösung ist dann für mich clever, weil da kostet nicht 2 Mille, sondern 20 Cent. Finde ich gut. Ja. Ja, und das sollte sich halt durchziehen. Ein vernünftiger Plattenspieler muss halt ein Subchassis haben, in irgendeiner Form. Das kann man so machen wie bei einem Rega. Da ist sozusagen der Gummifuß selber das Subchassis. Aber das kann man schon noch aufwendiger bauen. Ja, und also bist du generell ja kein Freund von großen, schweren Masselaufwerken, wie doch, ich da habe. Doch, finde ich gut. Nein, ich habe überhaupt nichts gegen Masselaufwerke. Die haben schon ihre Art und Weise, wie die Musik machen, wo ich finde, das hat seine Berechtigung. Die sind halt in der Regel sehr still, die machen halt in der Regel halt einen fetten Bass, die haben in der Regel auch eine tolle Dynamik, aber die klingen halt schnarchig. Das ist halt immer so ein bisschen das Problem. Ich sag's mal, wenn du jetzt auf die Spitze treibst, sagen wir mal so wie ein Platin-Verdier, einer der tollsten Plattenspieler, die je gebaut worden sind, ist ja ein Masselaufwerk. Den wollte ich gerade ansprechen. Genau, aber der klingt halt nicht spritzig und dynamisch. Das würde, glaube ich, niemand über den Plattenspieler sagen. Der spielt toll. Ja, aber der. Es gibt ja so Legenden wie den Xerxes, der. Genau, der geht halt ab wie Schmitz Katze. Aber das ist auch ein Masselaufwerk. Oder nicht? Nee, nicht wirklich. Nee, eigentlich nicht.
Okay. Der Xerxes zum Beispiel, also ich finde ja, Tourash Mukhadam ist ja einer der cleversten Plattenspielerbauer schlechthin. Und der hatte da ganz, ganz viele Ideen beim Xerxes, die super sind. Also zum Beispiel hat er halt gesagt, ja, Masse ist grundsätzlich gut, aber ich habe die Masse ja nur, um so Resonanzen, irgendwie, dass das Ding nicht so schnell anfängt zu resonieren. Wie kann ich denn Resonanzen sonst noch beheben? Ja, indem ich meinen Teller und meinen Innenteller einfach aus mehreren Teilen zusammensetze und verklebe. Ja, da war meines Wissens der Erste, der das gemacht hat. Und wenn du auf so einen Rega-Teller, auf so einen Xerxes-Teller klopfst, der ist totenstill. Das ist keine Kuhglocke, überhaupt nicht. Ja, weil das einfach mehrere Teile sind, die alle ihr eigenes Schwingverhalten haben, ihre eigenen Resonanzfrequenzen. Dann addierst du die und dann heben die sich gegenseitig auf. Wie die Ventilfedern im Auto. Da steckst du ja auch zwei verschiedene ineinander, damit die nicht auf einer Frequenz schwingen. Genau das passiert da bei einem Plattenteller. Ja, oder der hatte dann die Idee zu sagen, ja, pass auf, so das Lager vom Teller, das ist ja nicht, also das bremst den Teller und das macht ja auch Geräusche. Wieso gehen wir nicht hin und machen das so klein, wie es irgendwie geht, weil dann ist ja die Oberfläche von dem Ding so gering, wie es geht. Und dann bremst das ja viel, viel weniger ab, als wenn ich das jetzt, ja, wenn ich ein Plattentellerlager habe, das ist ein Zentimeter im Durchmesser, oder ich habe eins, das ist nur 3 Millimeter. Das ist ja von der Oberfläche her, ist das ja ein Riesenunterschied. Ja, und der hat sein Plattentellerlager hat nur 3 Millimeter gemacht. Also das ist ein clever entwickeltes Laufwerk, der Xerxes. Finde ich. Der ist von vorne bis hinten. Oder halt, wie gesagt, ich habe gerade über Transrotor mit seiner Magnetentkopplung da vom Motor gesprochen. Ja, das hat der Xerxes einfach so gemacht. Der hat den Motor selber in ein Lager reingestellt. Und der Motor kann sich um die eigene Achse drehen und tut es auch. Okay. Der wird mit einer Feder sozusagen gehalten. Und wenn der anläuft, will er sich natürlich wegdrehen. Dann fängt ihn die Feder auf. Lässt den Teller hochdrehen, aber wenn er sozusagen im Laufen immer wieder Energie zufügen muss, was er ja muss, dann macht er das nicht hart, sondern er ist einfach mechanisch entkoppelt. Und das kostet in der Umsetzung, keine Ahnung, 5 Euro oder so. Ja. Ja, da brauchst du keine riesen Magnetmimik und Riesentheater, sondern da brauchst du eine Kugelschreiberfeder und ein Lager, wo das Ding draufsteht und endet. Also meinst du, so Masse-Laufwerke, und ich will jetzt nicht schon wieder Dr. Feigert sagen, weil davon gibt es Dutzende. Der Feigert ist ja, die Sachen, die er gemacht hat, sind ja gut. Also so ein Pommteller ist ja prima. Und in Pommteller die Messinggewichte reinzupacken, das ist ja auch prima. Dagegen sage ich überhaupt nichts. Aber da hat er dann auch aufgehört. Oder ist davon überzeugt, dass es... Ja, sonst wird es ja nicht bauen, weil intelligent scheint er ja zu sein, offensichtlich. Oder der sieht die Probleme nicht oder ist überzeugt, dass sie so nicht existieren. Ja, genau. Das ist ja, was ich gesagt habe. Als Erstes einfach mal abstreiten, dann hat man schon das perfekte Laufwerk. Ich will über den Feigert nichts Negatives sagen. Ich auch nicht, weil der Feigert bleibt bei mir im Kopf drin. Ja, ich finde seine Laufwerke auch extrem sexy. Auch da, das kann ich total nachvollziehen. Ich habe mich mit dem nie unterhalten, warum er was wie baut. Deswegen will ich ihn da jetzt. Ja Eindruck, ich sehe ein Laufwerk und ich sehe, da sind so 1-2 Probleme sind da adressiert. Aber halt eben auch nur 1 oder 2 Probleme von 20. Aber wenn es funktioniert und man die anderen dadurch irgendwie nicht hört. Ja, die Frage ist, wie gut funktioniert das halt? Ja. Für den Preis vor allen Dingen. Bitte? Für den Preis vor allen Dingen. Naja, also ich meine, guck mal, ihr habt gerade gesagt, so ein Feigert kostet irgendwie 8 Mille. Das ist der mittlere, genau. Genau, da ist ja jetzt nicht unbedingt ein Hartz-IV-Modell, würde ich mal so sagen. Ja. Nee. So, genau. Und da ist halt irgendwie die Frage, was kannst du halt für 8 Mille erwarten? Wie gut muss das dann spielen? Und vor allen Dingen, was ist dann in der Preiskategorie gut? Weil du musst ja irgendwie einen Vergleich haben, um zu wissen, Mensch, der Woodpecker, der Feigert, klingt gut. Aber das kannst du ja nicht sagen, ohne einen vergleichbaren 5.000 oder 8.000 oder 10.000 Plattenspieler noch dazugehört zu haben. Genau. Weil vielleicht macht der P8 für 2 einen deutlich besseren Job und deutlich quirliger und macht deutlich mehr Spaß. Weil ist er möglich. Was, genau, ja. Ich erlebe auch nach wie vor mein blaues Wunder hier tagtäglich mit den Rega-Geräten. Das ist
die spielen geil. Die spielen einfach geil, ja. Ja, und die sind nicht bei mir irgendwie besonders abgekoppelt oder auf irgendwelchen. Ich habe die auf so einem IKEA-Küchenbrett stehen, weil ich das hier liegen hatte. Weißt du, ich habe nichts Besonderes gemacht oder kümmere mich um, sondern für mich ist, ich stelle das Gerät hin, schließe es an und es muss laufen. Ja. Wenn es dabei noch irgendwie gut aussieht, freut es das Auge, alles schön. Aber es ist. Wenn es funktioniert? Ja, tadellos. Und wie gesagt, ich finde lebenslange Garantie. Der eine mag drüber lachen oder nicht, aber lebenslange Garantie, wenn ein Hersteller die gibt, dann ist er überzeugt von der eigenen Sache. Naja, ich meine, da ist ja ernsthaft nichts dran, was kaputt gehen kann. Also ich meine, soll sich die Holzplatte verbiegen oder die Gummifüße sich auflösen? Also was soll da jetzt ernsthaft passieren? Eine Frage an dich, Thorsten. Ja. Ich weiß nicht, was da kaputt gehen sollte an so einem Reger. Also der Motor könnte abbrauchen. Wird er auch tun, wenn du zu viel Musik hörst. Achso, siehst du die Frage nicht auf dem Screen? Achso, Thorsten, wie definierst du? Die Frage ist, wie definierst du Masselaufwerk? Beziehungsweise, wo fängt bei dir, fängt das bei dir an? Ich glaube, du hast gesagt, dass du den Reger beziehungsweise den Bojack auch schon als ein gewisses Masselaufwerk in einem Video beschrieben hast. Genau, der Reger, ja, weil das, also das Prinzip. Da fängt es an. Genau, bei mir geht es um das Prinzip, wie es gebaut ist und nicht unbedingt da jetzt eine feste Gewichtsklasse zu sagen. Okay. Der Teller von einem Reger ist kein leichter Teller. Wenn ich den jetzt vergleiche zum Beispiel, ich nehme mal ein krasses Beispiel, vergleiche das Gewicht von einem Reger-Teller mit einem Technics 1210. Ne, Technics 1210 ist so Alu-Spritzguss, der wiegt halt überhaupt nichts. Und dagegen ist der Reger-Teller bleischwer. Ja. Na, aber ja, gegenüber einem Platin-Verdier wiegt er natürlich gar nichts. Aber so in seiner Klasse hat er einen relativ schweren Teller. Das stimmt. Und er wird ja immer schwerer, je höher du gehst. Ne? Und dann auch anders aufgebaut bei Regers. Erst zweiteilig, dann dreiteilig am Ende und ganz am Ende aus Keramik. Wegen der Dichte oder was auch immer. Ja. Frage beantwortet. Wenn ihr noch Fragen habt, bitte. Ich war ganz spontan. Ich habe so einen Streamer geplant mit dir, Thorsten, um so mal darüber zu reden, was jetzt clever gebaute Laufwerke sind, weil da gab es ja schon so einen Ruck nach dem Stream. Aber es gibt halt gewisse Sachen, die sollte man halt vermeiden. Also für mich muss ein Laufwerk sozusagen sich nicht nur gegen Resonanzen schützen, indem es schwer ist, sondern es muss ein irgendwie geartetes Subchassis haben. Wie gesagt, selbst so was wie ein Reger das hat, die Gummifüße sind für mich auch eine Form von Subchassis. Aber ja, irgendwie muss er sozusagen gegen Schwingungen von außen abgekoppelt sein. Das ist für mich so ein Grundding, was er haben muss. Und dann darf er halt möglichst wenig rappeln. Das heißt, das ganze Subchassis und so weiter muss halt schwingungsarm gemacht werden, so gut es halt geht. Da sollte möglichst keine Elektronik direkt in das Laufwerk eingebaut werden, weil die rappelt ja auch vor sich hin. Hilft ja auch nicht unbedingt. Tellerlager vom Tonarm entkoppeln ist für mich ein wesentlicher Punkt. Das sehe ich heute so gut wie überhaupt nicht mehr. Im Gegenteil, da sehe ich, dass Reger da jetzt so eine komische Metallplatte oben drauf macht, wo ich denke, das verstehen die nicht. Ich bin gerade deine Worte am Zusammensetzen. Tellerlager vom Tonarm. Ja, das willst du ja getrennt haben. Du willst ja nicht, dass das Tellerlager direkt in den Tonarm reinbimmelt. Achso, und jetzt, du meinst mal, Reger, dieses Bracing, was die da jetzt reinmachen. Diese, okay. Wofür? Ja, diese schräge Aluplatte, das verstehe ich auch nicht so ganz. Stabilität, die sagen, um eben das zu verhindern, dass das Ganze in Schwingen gerät. Aber wenn das eine schwingt, durch diese Platte schwingt das andere ja damit. Naja, ich meine, die haben so eine Honeycomb-Struktur in ihrer Holzplatte drin. Um genau die Resonanzen vom Lager zum Tellerlager zum Tonarm zu unterbrechen. Das war der Zerxis, naja, der Zerxis macht das ein bisschen anders, der hat außenrum das ausgefräst, aber egal. Aber jedenfalls, diese Honeycomb-Struktur ist dafür da, genau diese Resonanzen zu unterbinden. Und dann sagen die, ja, weil das jetzt so schön still ist, machen wir mal so eine Metallplatte da drauf, damit das auch richtig schön rüberrappelt. Verstehe ich halt nicht. Also inwieweit soll sich die Holzplatte verbiegen? Ja. Und Thorsten, das Schönste, was du für mich gesagt hast in deinen Videos, ich gucke deine Videos ja immer 2-3 Mal, ist von wegen, ein Plattenspieler muss Bass machen und er muss ruhig sein. Genau. Aber du brauchst manchmal, genauso wie ich nehme mich da nicht raus, manchmal Jahre, um zu verstehen, dass der Plattenspieler dir Spaß machen muss und nicht den Besucher, der in dein Zimmer kommt und sagt, boah, was hast du denn da?
Ja, und dafür habe ich auch länger gebraucht. Ja, aber das kannst du erreichen unter 8.000 Euro. Also, klar. Seid mir nicht böse, ja. Ja, aber wenn es nicht immer kitzeln wird, ich will jetzt keine 8.000 Euro für ein Plattenspiel ausgeben. Und wenn, dann ist es jedem seine Entscheidung, um Gottes Willen. Ich finde das Thema interessant, Pete, um Gottes Willen. Ich weiß auch, aber gibt es auf jeden Fall. Ich unterhalte mich gerne über Sachen, die ich mir nicht leisten kann. Um Gottes Willen habe ich da keine Ahnung. Und selbst wenn, alles gut, um Gottes Willen. Ich stelle die ja auch, ich konfiguriere mir die auch zusammen und spiele und mache und tu und guck. Und dann bist du halt beim Einstiegspreis von 4 und am Ende warst du bei 8,5 oder so. Und dann hast du noch keinen guten Tonabnehmer da drauf. Davon reden wir noch nicht. Und dann ist die Frage, inwieweit macht das Sinn, in dieses Setup einen 8.000-Euro-Plattenspieler zu integrieren? Höchstwahrscheinlich recht wenig. Wenn Ich finde halt, aber das hatten wir ja letztes Mal auch schon so ein bisschen, ich finde halt, dass du mit einem 2.000-Euro-Plattenspieler, also 2.000 Euro sage ich jetzt inklusive System und IKEA-Platte noch drunter und fertig, ne? Also spielfertig. Ja. Ich finde, mit einem 2.000-Euro-Apparat kannst du fantastisch gut Musik hören, so richtig gut. Da fehlt dir auch nichts, da ist man nicht enttäuscht, da ist alles irgendwie total tutti. Und wenn ich jetzt hingehe und signifikant mehr Geld ausgebe, ob das Doppelte oder das Vierfache, bei mir, in meinem kleinen Kopf, muss dann aber so richtig die Sonne aufgehen. Da muss aber so richtig was passieren. Wenn er dann so, ja, ich weiß nicht, ich habe heute so ein leichtes Störgefühl, ich weiß gar nicht, ob er besser ist, das reicht mir dann nicht beim Doppelten oder beim Vierten. Nicht für das Geld, ja, genau. Genau, da muss einfach drastisch sein. Und da sage ich dann halt, okay, aber dann muss ich mir aber auch einen Player kaufen, der dann drastisch besser ist. Deswegen habe ich gerade gesagt, dann würde ich mir so einen gebrauchten SME 20 kaufen. Ich sage nicht, du brauchst einen SME 20, um gut Musik zu hören. Das behaupte ich in keiner Weise. Ich sage nur, wenn ich den nächsten Schritt mache, kaufe ich mir, ich sage mal, entweder so was wie ein Xerxes. Ja, das ist toll, aber die meisten sind abgeranzt, die du heute so gebraucht kriegst. Die musst du erstmal komplett reparieren. Ja. Oder ich kaufe mir dann halt so was wie ein SME. Da weiß ich, okay, das ist dann eine andere Liga. Das ist auf Platin-Verdier-Niveau. Das ist dann einfach... Okay, dann ist dann krass besser. Ja, aber ansonsten. Aber Pete, von wegen deiner Frage, dass so ein teurer Plattenspieler in deiner Anlage Sinn macht oder man das hört, das habe ich zum Beispiel beim Black festgestellt. Also ich habe ja, wie gesagt, einen normalen Project und habe mir das Black gekauft, wo viele ja schon sagen, von wegen, das ist mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Ja, aber ich höre den Unterschied eklatant. Klar, die Frage ist nur, ob du das ausgeben willst. Es geht nicht darum, ob du das hörst. Du wirst es auf jeden Fall hören, denke ich. Ja, ja, aber auch die Frage ist, ob es in die richtige Richtung geht. Wenn ich weiß, dass so wie der Reger, egal was für einer jetzt hier steht, gefällt mir und es macht Spaß, muss ich lernen, meinen Kopf zu beruhigen und sagen, Moment, das, was du da hast, ist gerade echt in Ordnung. Du hörst alles und wenn du sehr viel mehr hören möchtest, mehr Zingeling oder so, dann musst du sehr viel mehr Geld ausgeben, ganz einfach. Und dann wird es das aber vielleicht nicht sogar besser machen. Ja, dann hast du mehr Zingeling, aber vielleicht fehlt dir dann der Drive oder was weiß ich. Genau, ja, Peter, pack doch endlich mal den Reger in deinen Kofferraum und fahr mal zu mir und lass den mal hier aufbauen und lass mal gegenhören. Der Reger steht bei mir. Ich werd das mit MD-Sound abklären, dass du auch einen Test machen musst, weil der sagt, der Brettchenspieler-Unterschiede hört man nicht. Ja, so. Glaube ich nicht. Ja, klar, hörst du das. Schönen guten Abend, Angelo. Schön, dass du mal wieder reinschaust. Hallo, Angelo. Hallo. Doch, den hörst du. Also ich war überrascht. Wie gesagt, Wechsel vom Project zum Reger. Beide Regers jetzt. Das hörst du schon gewaltig. Und das muss man aber erstmal wirklich, und ich meine es ernst, wirklich sortieren. Wenn du irgendwie vorhast, mehrere tausend Euro für ein Gerät auszugeben und dann kommt so ein Gerät, was es eigentlich ist überhaupt kein Recht da ist, dass es so gut klingt und es hat aber alles, was dir Spaß macht. Es bringt dir Musik, es hat einen Punch, es hat eine schöne Bühne, es macht Singeling, wie Thorsten immer gerne sagt, wenn es darauf ankommt. Ja, ansonsten drehe ich die JBLs ein bisschen weiter hoch. Das ist eine hervorragende Sache. Ich verstehe nicht, warum das nicht mehrere Hersteller machen. Vor allen Dingen macht er auch Bumm als Brettchenspieler. Da ist ja das Erstaunliche. Er macht ja Bumm, genau. Ist gar wo nicht kommt so das denn her? Wo kommt der Bass her? Ja. Wo kommt da der Bass her?
Sag mir das mal. Naja, das... wie gesagt, nochmal, der Reger ist sauclever gebaut. Also, wir denken ja immer, irgendwie so ein Subchassis-Spieler wird ja auch immer so vorgeführt, wenn das Subchassis richtig schwingt, muss das irgendwie 3 Zentimeter hoch und runter schwingen können. Ganz gerade. Aber das ist ja das, wie das immer vorgeführt wird. Ja. In Wirklichkeit müssen wir Schwingungen in der Höhe von, sagen wir, maximal 1/10 Millimeter da ausgleichen. Wenn er 3 Zentimeter schwingt, dann ist das Ding sowieso gelaufen. Weil da geht es um Luftzüge oder um Stampfen oder um Laufgeräusche und Sonstiges. Ne? Ja, einfach um Vibration. Nicht um Schwingungen vielleicht, sondern um Vibration. Genau. Ich würde gerne mal was zu den GBL sagen von Pete. Also ich finde diese Sachen mit dem Umstellen ja schon ziemlich gut, aber ich zum Beispiel habe das Problem damit, wenn ich was habe, was ich an den Boxen einstellen kann, bin ich ständig unzufrieden. Ich denke, ach nee, dreh's wieder so. Ach nee, dreh's wieder so. Ach nee, vielleicht ist es doch so besser. Warum bauen mehrere Hersteller das nicht auch so? Also für mich wäre es die Hölle. Ist aber wirklich nicht so, weil ich hatte die erst auf 1 Uhr stehen, weit zurückgedreht. Jetzt mit der Zeit merke ich, okay, ich kann die auf der höheren Stellung stehen lassen, weil es dann einfach mit den Abdeckungen mehr Sinn macht und ne, so langsam macht das Ganze dann auch mehr Spaß und dann sind die nicht mehr scharf oder gar nichts und das Ding macht Bumm und es macht Zingeling und es macht sogar eine schöne Bühne und das Allerschönste ist, selbst ein Heintier klingt irgendwie einigermaßen gut drauf. Ja, und da kann ich, gestern Abend bin ich von Alternative über Jazz zu Hard Rock und dann war Prog Rock dran und das hat alles irgendwie super geklungen. Mir hat Spaß gemacht. Ich weiß, ich habe dich jetzt unterbrochen. Das wollte ich jetzt nicht unbedingt. Was? Nee, ich habe alles gut. Okay. Gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Irgendein Schwachsinn wieder. Also, bleibt ja nur online. Alles gut. Das macht ich alles auch. Pete, hast du eigentlich deine Höhen noch gefunden bis jetzt oder immer noch nicht so richtig? Ich habe die noch nicht gefunden. Also das ist nach wie vor, ich will ja nicht so viel sagen, aber das Ding ist halt einfach eine ganz andere Richtung wie der P1. Ja. Der P3 ist schon eine andere Nummer. Das ist ein warmer klingender oder zumindest ein warmer klingender Tonabnehmer. Ich sag's mal so. Das habe ich Reger so erstmal nicht warm. Ne? Also der ist schon gut aufgefächert oben und macht ordentlich Zingeling, aber in den so richtig aggressiv nach oben ist er nicht. Nein. Jetzt hatte ich dir ja auch geschrieben. Bei uns, glaube ich, kommt das halt vielleicht auch ein bisschen daher. Wir haben den ja aktuell laufen an den ELAC BS133 mit den Airmotion Bändchenhochtönern. Die Lautsprecher an sich sind natürlich echt im oberen Bereich echt kristall klar. Ne? Also die Airmotion Hochtöner, die sind natürlich obenrum schon echt ein Ding. Ich denke mal, das nimmt vielleicht auch so ein bisschen Wärme von dem Reger wieder weg. Kann ich mir vorstellen. Genau, und die Kombo, die ich gerade hier teste, die ist halt auch der, was ist das, ein Däne? Ich glaube, das ist ein Däne, ja. Der ist auch, ich weiß nicht, ob der so neutral ist, aber ich würde ihn auch in eine so ticken wärmere Ecke stellen. Ja. Ich werde sogar nochmal einen anderen Plattenspieler anhängen, um das komplett auszutarieren. Weil wenn die das warme Klangbild nur von dem Reger kommt, dann kann der Verstärker da nichts für. Muss man dann wirklich mal schauen. Aber nur um mal jetzt nochmal, warum man vielleicht so viel Geld für Plattenspiele ausgibt. Weil Angelo Kelly jetzt da kurz war und ich weiß, dass er irgendwann in Zukunft einen haben möchte mit 2 Tonarmen. Und so viele Möglichkeiten gibt es da nicht, oder? 2 Tonarme zu montieren. Ja, nee. Wenn du jetzt mal ein Mono haben willst und ein Stereo oder ein MC oder ein MM direkt verfügbar. So. Mit 2 Tonarmen wird es automatisch relativ teurer, ja. Und knapp oder knapper. Ne? Also Auswahl ist ja immer noch da, aber... Ja.
Ich kann diese Mono-Geschichte nicht so richtig einordnen. Ich kenne sozusagen Mono ja nur von der Plattenseite. Und von der Plattenseite kann ich das nachvollziehen. Also mir geht es auch so, dass ich einige Scheiben klanglich in Mono besser finde als in Stereo. Aber ich hatte noch nie einen Mono-Tonabnehmer. Deswegen kann ich nicht wirklich sagen, ob das der totale Durchbruch ist oder nicht. Also einige, die das haben und machen, sagen, das ist super, das ist der Hammer. Genau, aber das habe ich auch gehört. Weil es da irgendwie eine Mono-Cartridge gekauft hat. Ich sage, wenn du eine Mono-Platte hörst und auch einen Mono-Tonabnehmer hast, auf der gleichen Anlage, er macht das schon einfach einen riesen Unterschied. Ich weiß es nicht, ich habe es noch nie gehört. Also Mono-Platten, klar, hat jeder hier und da mal stehen. Ob das dann größer, direkter oder einfach intensiver klingt, ich weiß es nicht. Ja, hier und da mal stehen, aber wie viel Mono hört ihr denn? Naja, aber wenn du alter Jazz-Fan bist oder viele Originale hast, dann hörst du verdammt viel Mono, Reggie. Da bleibt ja eigentlich alles übrig. Dann hörst du verdammt viel Mono, ja. Aber wie gesagt, bei der Coltrane jetzt finde ich das Stereo, die Stereo-Abmischung einfach besser. Gefällt mir einfach sehr viel besser und das macht irgendwie mehr Spaß als die Mono-Geschichte. Aber wenn du Sammler bist oder sonstiges und du willst die Originale haben, dann hast du eine Mono. So. Ist halt so ein besonderer Spleen, nochmal in unserer allgemeinen Spleenigkeit, ist das nochmal so eine besondere Art von einer anderen Waffel. Wir haben doch keinen Spleen. Wir sind also. Nein. Wer hat denn hier einen Spleen? Bitte. Ja. Aber auch die Chet Baker RSD, die du ja jetzt auch hast, Pete, ist ja auch Mono. Da hatte ich mich ja am Anfang auch echt schwer mitgetan, so ein bisschen. Aber das Ding ist auch echt der absolute Knaller, ne? Also die ist auch echt gut. Die ist super. Was mich irritiert hat, in der Rolling Stones Mono-Box, die ich ja auch habe, je weiter du von den Alben nach hinten gehst, desto breiter wird die Mono-Bühne, was ich nicht verstehe, weil Mono ist für mich also wirklich zentriert und sehr, sehr klein alles. Aber wenn ich die letzten zwei Alben auflege, dann ist die Bühne schon gut 2 Meter breit. Jetzt weiß ich nicht, ob da irgendwas schiefgelaufen ist oder das, keine Ahnung, aber das wird je jünger die Alben sind in diesem Boxset, desto weiter wird das ganz, ganz seltsam. Also so Vielleicht haben die sich über die Jahre auch einfach entwickelt irgendwie. Na gut, aber Mono ist Mono, da gibt es nichts zu entwickeln. Ja, nein, aber dass die Aufnahmen schon gemacht wurden, schon für Stereo und auf Mono nochmal gepresst wurden oder so, dass das einfach durch die Entwicklung sich das irgendwie halt vermischt hat, so ein bisschen. Jetzt an Thorsten, die Frage aller Fragen. Jetzt fängst du entweder einen Krieg an. Die Frage aller Fragen. Oh oh. Wenn es um den reinen Klang geht, ist dann CD oder Stream nicht besser als Vinyl? Oh. Eigentlich ja. Oh, direkt danach diskutieren wir noch über Kabelklang, oder? Ja. Ich würde da echt gerne mal drauf antworten. Ich habe Peter Fox ja vorgestellt und ich habe einen Kommentar bekommen, dass ich mir ein Boxset von Peter Fox kaufen soll, in CD. Für 9 Euro gibt es das irgendwie bei Amazon. Und ich habe als drüber nachgedacht, ob ich mir das, nicht bei Amazon, bei Mediamarkt, ob ich mir das kaufen soll. Und ich muss ehrlich sagen, mit CD, ich finde CD, da kann ich auch Stream hören. Also CD habe ich schon mal das Problem, ich habe ja einige CDs hier auch noch immer noch übrig und die vergammeln halt, die verrecken halt irgendwie. Und weil du es nicht sexy findest, das hat aber mit dem Klang jetzt nichts zu tun. Nein, aber ich denke, ein guter Stream ist eventuell besser wie eine CD kaufen. Wisst ihr, ich bin wieder anderer Meinung. Und das ist, ich glaube, bei dem Vinyl-CD-Stream, da werden wir uns ewig, das, was dir besser gefällt, ist doch in Ordnung. Also ich finde CD immer noch besser als Stream, liegt aber daran, weil ich wahrscheinlich noch nie vernünftig gestreamt habe. Punkt. Für mich ist Streamen WLAN und Bluetooth. Das heißt für mich Streamen. Das hat nichts mit richtigen Streamen zu tun. Aber ich glaube, wenn du da vielleicht, gerade bei Klassik, kann ich mir vorstellen, dass es da sinnvoll ist. Aber wie gesagt, kann ich nicht mitreden, weil ich habe
richtig gutes High-Res-Streaming oder sonstiges noch nicht gehört, aber ich glaube, den ganz großen Vinyl-Fans, ob da einmal die Klangqualität eine große Rolle spielt, wage ich zu bezweifeln, sondern es ist irgendwie die Haptik, es ist sexy, so eine Schallplatte zu besitzen. Ist da mehr dann als der Klang, oder? Ja, das ist ja keine Frage. Schallplatte auf jeden Fall. Also das ist ja gar keine Frage. Sie, und da schreibt Matze gerade, Dankeschön, das ist jetzt schon ein schöner Abend. Wir sind alle sexy. Auf jeden Fall, ja. Das ist doch schon mal gut. So. Nein, es geht schon, denke ich, auch um die Musik. Ja, also ich habe nur Amazon Music als Stream, das als, wie heißt das, Ultimate oder irgendwie nennt sich das, glaube ich, also das Große. Natürlich, ich bin auch kein Streamer. Es geht, ich denke, es kommt auch auf die Musik an, ja. Ich bin ja so ein alter Sauger, Internetsauger, illegal. Sorry, Leute. Illegal saugen, ja, also ich versuche sowas. Ich blende deine E-Mail-Adresse mal ein, warte mal. Mach das gerne, aber die ist eh offiziell. Ich mache dann so Geschichten in FLAC irgendwie, ja, also FLAC-Datei irgendwie. Aber jetzt würde mich interessieren, wie der Thorsten Musik hört, also bis auf oder nur Vinyl. Ich bin da bin da so richtig hin und her gerissen, weil das Ding ist, ich finde mit digital, jetzt egal ob CD oder Streaming, kann man gut Musik hören. Ich finde aber auch, wenn ich so ein altes Saba-Dampfradio in der Küche stehen habe, kann ich auch damit gut Musik hören. Ja, also Musik hören und Hi-Fi hören sind ja irgendwie unterschiedliche Paar Schuhe. Wenn dich die Musik auf dem richtigen Fuß erwischt und du bist gerade in der Stimmung, dann hast du halt einfach gute Laune. Ob das jetzt von digital oder von Platte kommt, total Wumpe. So, wenn wir jetzt aber über Hi-Fi reden und wir vergleichen tatsächlich Klangqualität, dann tue ich mich mit digital sehr schwer. Sowohl mit Hi-Res als auch mit CD und so weiter. Aber du hast alles schon mal gehört wahrscheinlich und in Top-Qualität. Also du kannst wirklich dazu was sagen. Also ich glaube, bei Thorsten hat es angefangen bei der Günstiganlage, die er vorgestellt hat. Da ist er ein bisschen in Schwanken gekommen, ne? Da hast du auch in dem Video so ein bisschen beschrieben. Genau, weil ich habe gedacht, dass das klingt wirklich unterirdisch schlecht und das war halt einfach nicht so. Obwohl ich das billigste Streaming-Ding halt genommen habe, was es irgendwie auf dem Markt gibt. Also da ist so ein Streaming-Apparat für, ich glaube, 70 oder 80 Euro. Ja, also da kannst du ja nun, das Kabel war schon halb so teuer wie der Apparat selber. Und ich war sehr angetan, wie gut es spielt und wie gut man damit Musik hören kann. Da stehe ich auch zu. So, aber die Frage ist, wie emotional ist das alles, was damit rüberkommt? Also höre ich da Hi-Fi, höre ich da Töne oder habe ich sozusagen so ein emotionales Erlebnis? Und dieses emotionale Erlebnis bleibt bei mir bei digital relativ aus. Und das habe ich mit einigen Geräten, kriege ich das auch bei digital. Das sind aber durch die Bank alles Geräte, die Sound machen. Da ist kein Gerät dabei, wo der Ingenieur sich gesagt hat, ich baue das jetzt so gut, wie es geht und ich möchte nur das wiedergeben, was auf der CD drauf ist, oder? Sondern das sind alles Geräte von Leuten, die sagen, ja, das muss gut spielen. Und ob das jetzt technisch richtig ist oder nicht, interessiert mich doch gar nicht. Hör doch mal, klingt doch gut, reicht doch. Also das sind alles gesoundete Geräte. Das sind alles komplett gesoundete Geräte. Genau. Und das so. Da, wie gesagt, dann kann man da trotzdem, also ich persönlich kann dann trotzdem damit leben, aber mir ist schon auch klar, dass ich da einen Sound höre. Und das ist sozusagen ein Sound, der dann wie Zuckerguss einfach über alles Digitale hinweg halt da ist, egal was ich höre. Ob ich Motorhead höre oder Lady Gaga, da ist immer der gleiche Zuckerguss drauf. Mhm. Das ist bei einer Platte halt nicht. Also da klingen die Sachen halt dann schon auch sehr, sehr unterschiedlich. Und dann habe ich eine Platte, die schrammelt mich total an. Und dann habe ich eine, die klingt total toll und so weiter. Ja. Ich habe halt das Problem, das ist bei mir so, bald eine CD läuft oder ein Stream, es ist ohne Mist so, ich höre keinen Song zu Ende. Das ist ganz, ganz traurig. Sondern ich höre irgendwie drei Viertel, alles klar, jetzt kann nichts mehr kommen und weiter. Na gut, aber dann lass mal deine Fernbedienung auf dem Streamer liegen. Dann hörst du das auch zu Ende. Ja, aber allein weil du die Möglichkeit hast. Nein. Fernbedienung ist für mich ein essentielles Teil. Also ein Gerät ohne Fernbedienung.
Also wie der Otto oder der OTO oder der Audionode Otto. Toller Verstärker, hat aber keine Fernbedienung. Und ich, weil ich nachts höre, ich reguliere so viel fein, ja. Ich habe die ständig eigentlich in der Hand, leider. Also ich bin ständig irgendwie am Anpassen. Ohne Fernbedienung geht gar nicht. Naja, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Es ging mir ja nicht um die Lautstärke, sondern kann's auch. Du hörst halt nichts zu Ende, weil du halt auf Knopfdruck direkt das nächste Ding irgendwie hören kannst. Wenn du dein iPod oder womit immer du da deine Tracks vorwort skippen kannst, wenn du das Ding halt weglegst, dann tust du es halt auch nicht mehr. Sei doch nicht so pragmatisch, mein Gott. Naja, Entschuldigung. Ja, aber ich kann das nur bestätigen. Also eventuell, ich bin ja jetzt nominiert für meine, wie heißt diese Challenge, irgendwie die HiFi-Geschichte. Und ich muss echt sagen, ich habe ja klar in den 80er Jahren Platte gehört und bin irgendwann auf CD umgestiegen. Und habe das gar nicht so mitbekommen, dass das immer weniger wird mit dem Musikhören. Ja? Also ich bin in den 80ern nach Hause gekommen als, was weiß ich, 15, 16, 20-Jähriger, Anlage angemacht, ja, Platte aufgelegt oder Kassette. Ne? Platte war ja nicht immer so das Geld, was man hatte. Und irgendwann hat das aufgehört. Und wenn ich mich zurückerinnere, ist es so, mit dem Beginn der CD hat es aufgehört. Es hat also gar nicht unbedingt auch was mit der Fernbedienung zu tun, weil mein erster CD-Player hat im Leben keine Fernbedienung gehabt. Ich habe gesagt, bei mir ist das so. Schrei mich nicht an. Ich habe auch Gefühle. Ich schrei dich an, sonst gehst du zu deiner Mutter. Nina, dazu gibt es hervorragende Videos von Phonofono in Berlin. Ich kann da leider nicht mehr zu kommentieren. Das Thema. Da bin ich gesperrt. Aber der erklärt das, der Herr, wie heißt er? Peter Lützelberger, genau. Der erklärt das so gut. Allerdings aus seiner Sicht, ne? Es ist nicht in Stein gemeißelt. Man muss beim Peter halt einfach, bei jedem Satz, den Peter sagt, sollte man einfach immer im Hinterkopf haben, der ist Klassikhörer. Ja. Der ist Klassikhörer. Der sagt, das stimmt alles, aber auf Klassik. Und das stimmt nicht zwingend dann für Popmusik, das stimmt nicht zwingend für Metal oder für Disco oder für was auch immer. Für Klassik stimmt das, was der sagt. Ja. Also wie gesagt, ja, wir haben uns nicht gestritten oder sonstiges. Ich glaube, das war ein Missverständnis. Aber ja, darf halt nicht mehr kommentieren. Muss ich mich mit einem anderen Konto anmelden, dann geht das wieder. Wundert mich aber bei einem so ruhigen Menschen. Aber ist manchmal. Ja, das ist aber auch so ein Thema, wo ich auch denke, wie ihr gesprochen habt, von wegen, hören wir Musik oder hören wir HiFi, ist Sachen, die ihr gut kennt. Ich denke, ihr kennt alle Annie Lennox zum Beispiel. Das ist, ich habe ja auch ein Video gemacht, wo ich Platten gefunden habe, wo ich gesagt habe, Annie Lennox, ist mir egal, auf was du das spielst. Es hört sich für mich immer gut an. Der Annie Lennox wird aber auf keiner Anlage der Welt nochmal so geil klingen wie in den 80ern auf dem Kofferradio, während man in den Dünen gevögelt hat. Also jetzt mal ganz ehrlich. Das ist einfach. Kannst du auch die größte Wilson aufbauen. Also da sage ich. Ne? Also ich sehe jetzt einen Waschbär vor mir in Dünen mit ganz viel Sand. Und ich habe Bilder im Kopf. Es tut mir leid, es ist aber spät am Abend. Wir dürfen über sowas hier reden. Ja. Ich werde heute Nacht nicht schlafen. Aber du hast recht, weil du halt viele Erfahrungen oder Erinnerungen damit verbindest. Genau, ja. das war unsere Sturm- und Drangzeit, so mit keine Ahnung, 15, 20, keine Ahnung, ne, so, da warst du irgendwie gut drauf, da haben die Knochen noch nicht wehgetan, irgendwie, da hast du draußen irgendwie gehockt, da war scheißegal, wie das klingt, da hat die Musik trotzdem Spaß gemacht. Ja, ja, das war so. Also, ich muss dazu sagen, Thorsten ist in meinem Alter, wir sind ungefähr gleich alt. Ja, und es ist ja halt auch einfach so dieses, eine CD geht halt einfach viel schneller irgendwie aufzulegen und dieses ganze Drumherum mit der Schallplatte macht ja auch schon eine Emotion irgendwie. Alleine das beeinflusst das Klangerlebnis ja teilweise halt auch so ein Stück weit. Oder jetzt auch als Beispiel ist mir gerade eingefallen, die Pink Floyd Animals zum Beispiel. Da hast du ja schon einmal den klanglichen Unterschied zwischen der zwischen der First Press und der Remaster. Da fehlt ja bei der Remaster fehlt ja dieser typische Sound so ein Stück weit irgendwie. Und bei dem Digitalen halt teilweise auch. Und spätestens bei sowas ist es dann halt so, dass das, was du mit der Platte kriegst du halt im Digital dann auf keinen Fall irgendwie.
Genau, und das ist auch mein Problem. Was du gerade beschreibst, ist mein Hauptproblem zum Beispiel mit den ganzen High-Res-Geschichten. Ja, dass ich meine, High-Res sollte technisch eigentlich eine richtig ernstzunehmende Konkurrenz zur Platte sein, also klanglich jetzt. Auf jeden Fall. Und es sollte einfach eine CD einfach nur so an die Wand spielen. Das tut es aber nicht, weil es ja komplett neu gemastert werden muss. Und das Mastering klingt dann aber plötzlich so anders, dass man sagt, ja, das ist aber, ich weiß nicht, wer das gemastert hat und was der sich da gedacht hat, aber der hat sich nicht das Gleiche gedacht wie damals in den 70ern, als das eigentlich gemastert wurde. Das ist nicht mehr meine Platte. Ist nicht mehr meine Platte. Damit der eine, der nicht mehr genannt werden möchte, muss man sagen, da hat er recht. Und da ist man bei Streaming-Plattformen leider darauf angewiesen, die stellen dir meistens so die neueste Version zur Verfügung und Feierabend. Und wenn du die Originalversion hören möchtest, bleibt nur die Schallplatte, in den meisten Fällen. Ja. Weil find mal jetzt auf einer Streaming-Plattform oder bei Spotify Animals aus den 70ern. Und keine remasterte Sache. Die gibt es, glaube ich, gar nicht. So, und dann bleibt also nur... Ja, oder jetzt gerade irgendwie gestern Nachmittag gehört, die Ace of Spades von Motorhead. Auf CD gehört und auf Platte gehört. Ich finde, das ist einfach auf Platte eine ganz, ganz andere Nummer. Motorhead? Motorhead Ace of Spades. Ja, bestimmt gute Musik. Müsste ich mir mal anhören. Ich liebe Dr. Matrix. Magst du Motorhead nicht? Nein, ich liebe Dr. Matrix. Was heißt möglich? Ich kann nichts gegen Lemmy sagen. Ich fand Lemmy immer toll. Aber ich sag mal so, es lief in dem Haus noch nicht. Okay. Ja, aber die Ace of Space ist schon einfach unglaublich geil. Also kann Ace ich, of Space! Yeah. Ja. Ich liebe das auch als Ice. Ist aber einfach, ich sag mal, so. Auch die Live at Hammersmith, ich meine, die ist unglaublich scheiße aufgenommen, aber es ist einfach egal. Das ist, die rockt so ab, das ist einfach so krass. Also, ja. Genau, aber das, was du auch gerade sagst, Thorsten, dieses, es ist scheißegal, dass es schlecht aufgenommen ist. Das versuchen sie halt heutzutage bei den Streaming-Varianten oder bei den CD-Varianten irgendwie dann noch so glatt zu bügeln, dass es irgendwie besser klingt. Aber da finde ich es auch einfach. Ist dann der Charme halt weg. Ja. Finde ich gar nicht, aber ja. Ja, wobei, Andi, du hast ja erwähnt, dass nach wie vor ein Großteil deiner Verkaufszahlen über CD oder Streaming geht, oder? Irgendwie hast du mal über 60%, 70% oder 80% und nach wie vor für die Fans ist das Vinyl ja ein ganz kleiner Teil. Ist außerhalb. Ich wollte gerade sagen, es liegt aber nicht an der Qualität. Nein, das liegt gar nicht an der Qualität. Um Gottes Willen. Wobei ich von Angelo, von dem Grace eine CD habe ich da gar nicht gehört. Kann da einer mitreden? Also, ich weiß nur, das ist, weil ich gestreamt habe. Und das ist so, auf Platte hast du ja so ein bisschen Übergänge, so ein bisschen, da wird gequatscht oder da wird nochmal aufgestanden oder sonstiges. Und ich glaube, da im Streaming hörst du das nicht. Da hört der Song auf und fertig und dann geht der nächste los. Und da hast du so ein bisschen, Studio-Feeling eingearbeitet. Ja, und das ist ja dieser Charme, der es irgendwie ausmacht, aus ein Stück weit halt. Also. Die Frage ist, wo er über Phonofono gesprochen hat, also Peter von Phonofono und Retro hört Musik, hätte ich zum Beispiel ganz gern zum Thema Klassik mal in einem Livestream. Ja, ich lade die mal ein, mal schauen, was passiert. Ja, das sind aber in der German Vinyl Community einer der wenigen, die wirklich über Klassik berichten. Ja? Thorsten sagt ja selber, er kommt aus dem Klassikbereich, der Peter. Ja, und Retro hört Musik hat 3 oder 4 Videos gemacht, über Klassik gemacht, die wenig Leute gehört haben. Das wäre mal interessant, ja. Vielleicht würde es auch Leute für Klassik irgendwie motivieren oder anregen. Okay. Also ich bin mehr auf Klassik gekommen, wirklich durch die Deutsche Grammophon, durch die Serie jetzt. Ich höre einfach, weil mir das, ich habe es ja in einem Video erklärt, ich bin so angefixt wie früher irgendwie mit so Sammelstickern. Oder, keine Ahnung, so Alben, wo du so Aufkleber gesammelt hast. Ich will die Teile alle haben. Die sind
Ich hätte mir niemals im Leben eine Mahler-Symphonie 5 gekauft. Hätte ich einfach nicht geholt. Aber durch die Serie habe ich da mal reingehört und ich finde, es ist irgendwie, ich weiß nicht genau, was die machen. Ich bin da kein Techniker, das ist aber alles ziemlich genau erklärt. Aber das, was die gemacht haben, ist großartig. Und es macht sogar als Nicht-Klassikhörer Spaß, da einfach neue Welten zu entdecken. Wenn man das so sieht, ist es, glaube ich, immer was Schönes. Gerade Klassik ist ja ein eigenes Universum. Ja, das was Angelo hier gerade geschrieben hatte. Mhm. CD hat sich in den letzten 2 Jahren auch bei mir stark reduziert und Vinyl wegstetig. Kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht so ein bisschen auch daran liegt, dass die Leute, die halt Musik noch gerne in physischer Form in der Hand haben, dann doch wieder zu Schallplatte gegangen sind oder da der Hype halt gerade irgendwie ist. Und die, denen es nur um die Musik geht, dass die halt dann einfach streamen, denke ich mal, ne? Ich glaube ja einfach, dass die Unterschrift von Angelo auf Platte sehr viel größer und besser wirkt auf als eine kleine CD. Ja, jetzt haben wir es doch. Sehr gut. Jetzt haben wir es raus. Ja, Thomas, Alter, das ist der Bub aus der Schweiz, genau. Okay. Ja, super. Also ich finde generell die Klassik-Sachen momentan. Thorsten, bist du bei Klassik komplett raus? Nee, also es gibt schon Klassik-Sachen, die ich mag, aber es gibt ganz, ganz viel an Klassik, was ich richtig hasse. Und da werde ich jetzt auch wieder einige Leute mit triggern. Das, was ich überhaupt nicht haben kann, ist dieses liebliche, dieses Easy-Listening-Klassik. Ja, also Mozart ist nichts für dich. Nee. Mozart Requiem ist mega geil, weil er da einfach so sein Publikum sagt, fickt euch alle ins Knie, jetzt komme ich. Ja, Requiem von Mozart ist der Hammer. Aber die anderen Dinger, das ist für mich Kölner Karnevalsmusik. Irgendwie tusch, 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 tusch. 5-mal das Gleiche nacheinander gespielt, bis es auch der letzte Vollidiot in der letzten Reihe den musikalischen Gag geschnallt hat. Kann ich mir nicht geben, kriege ich eine totale Krätze bei. Vivaldi ist für mich unerträglich. Also, da renne ich ehrlich jetzt. Oh, ja, ganz grauenvoll. Schön. Grauenvoll. So, ja. Es gibt schon Sachen, Klassik, die ich super finde, aber das sind dann die störrischeren Werke, nicht so dieses Easy-Listening-Zeugs. Da habe ich das Gefühl, ich höre die Charts von vor 300 Jahren. Genau, ich mag auch Klassik. Tust du ja auch wahrscheinlich. Tust du ja auch. Ich mag Klassik auch gern, wenn sie brutal ist. Also Beethoven finde ich schon ziemlich, Ludwig van ist schon ziemlich brutal, das mag ich schon gerne. Ja, aber so weichgespült mag ich auch nicht. Und Operetten und hört bloß auf. Ja, Ravel Bolero ist noch ganz geil, das ist ja auch relativ weichgespült. Also für mich bleibt, und da bin ich vielleicht sogar der Mainstreamer, aber ich finde Beethovens 5. und ich rede nicht nur vom ersten Satz, sondern komplett, besonders die letzten, oder der letzte, die letzten beiden, es ist für mich das Stück. Und es ist so krass, wie verschiedene Dirigenten das einfach so verschieden rüberbringen können. Ja. Und die neueste Version von diesem Griechen, von diesem, der etwas wild, der so ein bisschen aus wie Marilyn Manson als Dirigent. ja, ist ja so. Also das wirkt so ein bisschen wirr, hat das Ding aber neu aufgenommen. Es ist der Hammer. Das klingt so anders. Du hörst, da hat irgendwie viel mehr Wert darauf gelegt, dass du dieses Schnarzen und Schnarren irgendwie wie, aber man muss sich dran gewöhnen, weil es klingt schon moderner jetzt. Aber einfach unglaublich wuchtig und gibt es aber nicht auf Platte, nur auf CD. Und somit bin ich raus. Ja, bei Klassik bin ich ja auch so mehr oder weniger. Angelo, halt, stopp, du wirst lachen. Hochwertige Reissues von James Last oder zumindest Reissues kommen. James Last wird nachgepresst, ja. In der Tat, ist wirklich ist kein Witz. Hey, du hast doch mal eine James Last drin, die Green, ist die Green irgendwie? Nein, also es gibt ja zwei oder drei tierisch gute, also nicht vom Klang, weil die sind alle perfekt, aber es gibt diese Voodoo-Party mit einem ganz gruseligen Cover, ich kann dir gerne mal zeigen, die ist aber musikalisch, das ist so geiles Zeugs. Warte mal, ich müsste die da aber haben, irgendwo. Nun ist er weg. Mach mal weiter. Thorsten, du wolltest was sagen. Was? Nein. Ich wollte gerade sagen,
Oh mein Gott, ja. Nein. Nicht wegschalten. Diese Platte, es gibt diese Platte und diese Pictures, das Album von ihm, was nur in Japan erschienen ist. Das sind zwei Alben. Die Voodoo Party, lass euch vom Cover nicht täuschen. Das ist so ein geiler Psychedelic-Scheiß. Das ist so eine geile Platte. Ohne Mist, wenn ihr die seht, ich suche in jeder Sammlung nach dieser Platte, weil ich habe nur die gefunden in den ganzen Jahren. Einfach tierisch, tierisch geile Scheibe. Wirklich, wirklich, Thorsten, hör mal rein. Digital von mir aus. Ja, diese Japan, die du erwähnt hast, gerade, die hast du in einem Video, habe ich im Video gesehen, die ist irgendwas mit, heißt irgendwas mit Grün. Nee, Paintings. Die heißt James Last Paintings. Einfach nur Paintings. Die gibt es. Ja, genau. Die gab es oder die gibt es nach wie vor nur in Japan oder die wurde damals in den 80ern in Japan gepresst. Wunderschöne Platte. Ein Traum. Wirklich, wirklich schön. So, wer hat noch was zu sagen? Wer will noch mal? Ja, James Last hat meine Oma immer beim Tanztee gehört, da bin ich echt raus. Also das gibt Grenzen. Thorsten, bist du eigentlich im Oktober dabei? Wahrscheinlich nicht, oder? Bin ich im Oktober wo dabei? Bei dem Vinyl Community Elternabend-Treff. In Kassel, wenn ich da ein Auto habe, ja, ich bin jetzt sozusagen, ich werde mir jetzt wieder ein Auto zulegen, weil es nutzt ja nichts. Ich bin derartig unbeweglich ohne Auto. Es nervt irgendwie nur noch. Und soll ich dann ein Auto haben, dann ja, ansonsten könnte das passieren. Kommst du nach dem Westerwald mit dem ICE? Aber ja, nur gerne. Nee, gerne. Also Bahnfahren ist ja quasi eins meiner Hobbys. Also da bin ich auf jeden Fall dabei. Also plan mich da fest ein. In dem Kostüm natürlich. Ja, in dem Kostüm, klar. Bahnfahren ist eins meiner Hobbys, finde ich super. Ja, aber ich denke, Auto ist nicht das Problem. Also dann, dass man da eine Fahrgemeinschaft gründet. Ich weiß ja nicht, wo du herkommst. Aktuell bin ich im Moment. Was hast du in den Müll geworfen? Hast du das nicht gewusst oder wusstest du nicht, wie gut die ist und bist nach dem Cover gegangen und hast sie echt weggeschmissen? Vergiss mal einfach mal James Last jetzt. Tut das mal weg und dann denk nur an Voodoo und dann habt ihr so eine irre geile Platte. Herrlich. Einfach nur herrlich. Und es war der härteste Feierer, den es gab damals. Das war der Rammstein vor aus den 80ern. Ja. Und hatte der auch eine Sackbox unter der Bühne. Das war Rudi Carrells Rammstein. Oh nein, wir sind da. Ich bin mir sicher, dass es noch sehr viel schlimmer war als eine Sackbox. Weil ja, da gibt es auch von uns. Ja, ne? Erdbeeren, was hat Heino gesagt? Nutten, Erdbeeren und Nutten, Koks und frische Erdbeeren. Nur die frischen Erdbeeren waren. Ja, es gibt das Interview. Das gibt Wer sagt dir, was ist immer, das heißt ja so die Geschichte, was er immer gerne auf Tour dabei gehabt hatte. Und dann sagt er immer, Nutten, Koks und frische Erdbeeren. Nur die frischen Erdbeeren waren verdammt schwer zu bekommen. Genau. Ja, dieses Interview gibt es, das habe nicht ich gesagt. Nee, ist klar. Das wirklich. Kennt einer die Sound of Smoke? Sound of Smoke Phases? Steht hier in den Kommentaren gerade? Zu der Frage Schiller höre ich auf jeden Fall auf Platte nur. Schön, schön. Ja, es ist ja nicht wirklich, was ist das? Es ist gute Laune, Swing. Oder? Irgendwie so ein... Egal, 164 Alben, 162 in den Charts. Völlig egal, ob man den oder nicht. Respekt hat man davor. Ja, definitiv, das muss man sagen, ja. 162 Alben in den Charts. Und das, wie gesagt, ich glaube, die Käufer waren alle Ü50, Ü60 damals schon. Oh, fiese Mann, dann bin ich nach dem Cover gegangen und halt James Last. Ja, Pech. Ja. Wirklich schade, wenn du die Paintings hast oder irgendwo siehst, die ist so leicht grünlich von James Last. Wunderbares Jazz-Album. Jazz, bitte verliere nicht den Respekt. Ja. Es ist schon echt in Ordnung. Gleich, sind, schon auch, Abonnenten,
gleich siehst du deinen Abonnenten weggehen auf deinem Kanal. Das sehe ich immer, also wenn ich streame, ich muss ja so sympathisch rüberkommen, das sehe ich immer im Laufe der Woche. Also brrr. Aber deswegen streame ich so gerne, weil das macht einfach so viel Spaß und ich hatte irgendwie so Bock. Ich habe ja niemandem irgendwas gesagt, ne? Ich habe einfach angemacht und gesagt, okay, los geht's. Und die ersten paar Minuten sind immer unangenehm, weil dann sitzt du da so und redest irgendwie mit dir selbst. Genau, weil Richie wieder nicht reinkommt, weil er wieder Stress hat. Ja, und dann weißt du ja, dann kommt der Thorsten hoch und zündet wieder alle mit schweren Laufwerkliebhaber an, öffentlich. Genau. Nein, ist doch schön. Ist doch schön. Hast du eigentlich die John Handy Hardwork, hast du die auch auf Platte oder hast du da jetzt nur digital reingehört? Nein, ich habe das in eurem Video gesehen und ich habe da digital direkt, heute auf der Arbeit, als ich dir geschrieben habe, ja. Kannte ich nicht, noch nie was von gehört. Klingt so ein bisschen wie Steely Dan. Ja. Nur bluesig. Bluesiger Steely Dan. Super. Wirklich, find wirklich. Mega Ding. Super. Nein, habe ich nicht. Wenn, dann stehen sie zum Mitnehmen vor dem Laden und die nimmt keine Sau mit, Angelo. Keiner will. Ich habe einen Kunden, der hat irgendwie ganz viele James Lars und es fehlt ihm irgendwie Nummer 7 von, weiß ich nicht. Und der kommt alle 2 Wochen und guckt den Bestand durch, ob ich eine Nummer 7 von irgendeinem James Lars habe, die ich aber in der Tat wirklich nie habe. Warte mal, ich guck mal. Genau. James Lars Paintings Japan ist ein hervorragendes Album. Und wenn ich das gesagt habe, ich müsste mal, guck mal einer bitte auf meine Abonnenten, ob ich wieder auf 0 bin jetzt. Der MC James Lars. Aber ich denke, Musik, wem das Spaß macht. Und mir macht das Spaß. Thorsten, dir auch, glaub mir, vertrau mir. Ja. Ich habe ja jetzt gerade die Spice Girls wieder entdeckt und ich höre die ganze Zeit Spice Girls. Das ist kein Witz. Nein, das ist kein Witz, ich meine das tatsächlich ernst. Ich finde Spice Girls total gut. Und weil die sind jetzt irgendwie die letzte und vorletzte Woche ein paar Mal auf YouTube gefeatured worden bei mir. Ja. Und jetzt höre ich die ganze Zeit wieder Spice Girls und denke, die waren ehrlich schon jetzt? Geil. Ja, ganz ehrlich. Ich glaube, heute Abend outen wir uns hier alle irgendwie eine Runde und dann haben wir gleich alle keine Abonnenten mehr. Ich habe jetzt, und das ist auch kein Witz, ich habe meine Folk, Southern und Country-Kiste durchgeguckt und ich habe ein Album der Kelly Family bei mir entdeckt. Für 8 Euro. Okay, geil. Ja, im Laden, siehst du, alles ist da. Ich weiß, ich kann nicht sagen, welches das war, aber... Kelly Family live in der Mülheimer Fußgängerzone. Nein, so war es nicht. Ich weiß nicht, was für ein Album. Aber es ist 8 Euro wert. Der Gematze schreibt auch, dass irgendein Geschare, Peter, dein Channel wurde von YouTube gelöscht. Wahrscheinlich. Mach mal weiter, ich hole mir mal kurz Wasser, ja? Übernimm mal bitte, Thorsten. Oder mach ich. Hey, Thorsten, dein Ernst, Spice Girls? Ja. Meine Reaktion auf Spice Girls, da bin ich ernsthaft. I wanna be your lover, oder was? Ja, durch die Bank. Ey, die haben so viele geile Hits geschrieben, die witzigerweise bis heute funktionieren. Also das ist ja... Also wir haben gerade über Annie Lennox gesprochen und ich finde, Annie Lennox zum Beispiel ist nicht so besonders gut gealtert, die Musik von der. Und ich finde aber Spice Girls ist, da hörst du die heute noch genauso an wie damals. Also wenn du sie damals kacke fandest, wirst du heute wahrscheinlich auch nicht gut finden. Aber ich fand sie damals schon relativ gut. Und ich habe es jetzt wieder irgendwie so komplett durchgehört und habe gedacht, es ist einfach, die haben Weltruf, nicht ohne Grund. Die waren schon gut. Also finde ich... Also wenn ich Spice Girls im Radio höre, finde ich es gut, auf jeden Fall. Also das mag ich. Dann drehe ich auch gerne mal lauter und finde ich auch gut die Songs, auf jeden Fall. Aber bei Annie Lennox, sorry, Alter, da kommen mir die Tränen bei der Stimme. Echt? Heute immer noch? Heute absolut, heute noch mehr wie damals. Damals habe ich das einfach mitgenommen, da lief das im Radio. Da war ich, weiß ich, 15, 16 oder was, oder 17, ja. Aber heute... Absoluter Hammer. Ich finde so großartig. Ich mag auch Dave Stewart, seine Gitarre. Der hat ja Soloplatten rausgebracht, die ich immer noch suche. Das Gitarrenspiel finde ich auch super von ihm. Also ich mag das einfach. Es ist nicht besonders gut, aber es gefällt mir akustisch sehr gut. Okay. Ja, ich habe für mich gibt es so ein paar alte Sachen, wo ich einfach denke, die fand ich damals gut, aber die kann ich heute irgendwie nicht mehr so richtig gut haben. Und Annie Lennox gehört für mich ein Stück weit dazu. Und
ja, oder ich, was habe ich jetzt noch als Beispiel? Blondie. Blondie zum Beispiel fand ich damals richtig super. Kann ich heute nicht mehr hören. So, und Angelo ist auf Krawallkurs. Angelo ist auf Krawallkurs, Leute. Nein, ich sage ja nicht, Spice Girls sind besser als Annie Lennox. Ich sage nur, ich tue mich damit heute schwer. Also es ist irgendwie, ja, das... Ja, bei Blondie in the Heart of Glass finde ich heute noch gut. Damals bin ich da dafür gestorben. Also allein... Wie nochmal? Wie? Aber ihr wisst, was ich meine, ja? Also damals bin ich dafür gestorben. Heute finde ich das eigentlich, naja, es ist okay. Und sie hat ja nochmal eine Platte rausgebracht, die relativ erfolgreich war. Die fand ich gut. Ich habe das noch nicht verstanden. Wie ging das nochmal, damit ich das einordnen kann, Richie? Warte, ich suche mal die Datei raus. Also ich fand von Eurythmics finde ich nur ein Album schön und das ist irgendwie grün, das weiß ich. Das habe ich klanglich auch top. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Das ist ein grünes. Gute Nacht. Ein grünes Album von Eurythmics ist. Also ich habe bestimmt 10 Eurythmics-Alben. Da ist kein grünes dabei. Doch, doch, doch. Dann fehlt dir das 11. Ich habe nämlich nur, ich glaube, 4 oder 5 Eurythmics im Laden und da bin ich die ganze Zeit am Nachdenken, ob ich mir das rausziehe, denn es ist ein super, super Teil. Okay. Jetzt guck doch mal. Also einer, ich habe Handys irgendwie. Finde ich gut. Meinst du In the Garden oder was? Danke, danke. Ja, In the Garden. Ja, und das ist tatsächlich relativ selten, die In the Garden. Also von Eurythmics hat man ja öfter mal was dabei. Irgendwie wundert dich doch nicht, dass ich es habe, oder? Nein, kein Spaß. Aber die In the Garden ist tatsächlich relativ selten. Die ist da, die ist aber von Anfang an da. Ich bin ja immer noch im Westerwald. Ich habe ja alles fast noch da, wie es am Anfang da war. Das ist schön. Ja, aber da geht es dann auch wieder los. Ne? Dann hast du da irgendwie im Prinzip nur eine Eurythmics-Scheibe irgendwie. Take Z zum Beispiel konnte ich nie was mit tun. Also würde man jetzt erwarten, wenn ich sage, Spice Girls ist super, dann müsste ich auch sagen, Take Z ist toll. Das ist nicht meins. Ach komm, wir haben es alle gehört. Jetzt gibt's doch zu. Auch ein Angelo hat bestimmt Back for Good gehört. Bestimmt. Jeder hat Take Z gehört. Kommt schon. Ich bin nicht da. Ich habe keine CDs. Bis auf das letzte, das gelbe Album mit wieder dieser Reunion, dieses elektronische Progress. Irgendwas mit Progress, das war ganz vernünftig, aber. Take Z war doch Robbie Williams, oder nicht? Ja. Ja, ja. Das von war, dem ich, ist aber unglaublich geil, dieses Greatest Entertainer-Konzert, dieses Live-Konzert in England, wo er so einen auf Sinatra macht. Das ist einfach. In der Royal Albert Hall, das, ja, ja. Nee, das ist Open Air, meine ich. Ist das Royal Albert Hall? Nee, ich meine, es wäre ein Open Air Konzert. Nee, wenn er das auf Sinatra macht, dann ist das in der Royal Albert Hall. Okay, dann vertue ich mich vielleicht, ja. Aber Open, jeden Fall ist Open Air hat er dieses What We Did Last Summer in Milton Keynes, glaube ich, ist es da. Aber Tic-Tac-Toe, aha. Tic-Tac-Toe finde ich geil. Ja, auch, muss ich zugeben. Ich finde auch hier diese Russen-Mädels, finde ich auch gut. Wie hießen die denn nochmal? Ich krieg den Channel gestrichen. Hier. Oh. Letztens hatte ich schon Hassmails bekommen. So, da sind keine cleveren Laufwerke. Ach du lieber Himmel, da ging's ab. Ja, Sweet Dreams ist so mein Ding. Die Russen-Mädels, ja, ich weiß, was du meinst. Die kenne ich auch, ja. Ach, was halten Sie von Robbie Williams? Thorsten? Bitte, das war jetzt ein bisschen viel durcheinander. Ich habe jetzt nicht wirklich... Sorry. Meinst du Pussy Riot oder wen meinst du? Pussy Nein, du meinst Tattoo. Tattoo, genau. Tattoo. Okay. Tattoo. Was ist mit Robbie Williams, wo wir gerade bei Mainstream-Geschichten sind? Robbie Williams finde ich super. Also ich finde nur Take Z nicht so besonders, aber Robbie Williams finde ich astrein. Let Me Entertain You zum Beispiel finde ich total mega Song eigentlich. Also absolut, ist nicht unbedingt Qualität, aber auch dieses Duett mit Nicole Kidman. Ich hasse ja Nicole Kidman bis zum geht nicht mehr, aber dieses Duett mit ihr fand ich gut. Du hast Nicole Kidman? Boah, die finde ich ganz schlimm, die geht gar nicht. Das ist mein Ticket im Leben, das ich von meiner Frau habe, ist Nicole Kidman. Also das ist die gleiche Leiche.
Da habe ich einen Schuss frei. Okay. Die gleiche Leiche. Den finde ich super. Also fand ich super. Wie, jetzt weiß ich nicht, ob sie da irgendwie versteinert ist, aber. Also tendenziell finde ich ja, gerade irgendwie ein bisschen schwierig. Irgendwie werden ja ganz viele alte 90er oder 80er, 90er Sachen echt wieder hochgekramt von irgendwelchen aktuellen Künstlern und dann irgendwie gefeatured und remastered und remixed, nicht remastered, remixed und tralala irgendwie. Das finde ich ja ganz schrecklich teilweise irgendwie. Was denn zum Beispiel? Nee, jetzt irgendwie ist doch vor, war das dieses Jahr oder war das letztes Jahr irgendwie, waren noch auch die Flipper gerade irgendwie wieder da am Start. Es kommt ja alles. Wie gesagt, ist ja sogar James Last wird neu aufgelegt, wo ich das, ist mir alles aus der Hand gefallen. Mehr, vor allem von dem Zeug gibt es halt auch genug. Also so eine James Last brauchst du halt die nachpressen irgendwie, die gibt es ja wie Sand am Meer. Aber wenn ich die verschenke, weil ich habe ja manchmal so 2.000, 3.000 Platten, die aus der Garage dann abgeholt werden, dann kommen ganz, ganz oft Holländer für dieses Schlagerzeugs und so und packen das ein. Ja? Ganz, 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 ganz oft. Diese ganze Schlagerszene wird ja eh von den Umsatzzahlen total unterschätzt. Also das sagen ja ganz viele Leute, die sich mit Musik auskennen, dass im Schlager ist richtig Umsatz drin. Ich kann es auch nicht verstehen, weil Helene Fischer ist für mich das Grauen schlechthin. Aber offensichtlich verkauft sich der Kram. Ist das dann wie Porno bei VHS damals oder was? Wahrscheinlich, keine Ahnung. Ja, vielleicht sind die auch alle, vielleicht ist das auch so eine Zielgruppe, die das Internet noch nicht bedienen kann und so. Und deswegen machen die am meisten Umsatz. Ja, irgendwie habe ich noch, hatte ich gestern kurz angeschlossen und ganz schnell wieder gewechselt auf die JBLs, die hier noch stehen. Noch ein Star, Janet Jackson. Mm. Absolut, ja, Janet Jackson finde ich auch super, ja. Ich weiß bei dir, ich kann dich nicht einschätzen, gell, ob du uns hier alle aufs Korn nimmst. Janet Jackson hat wirklich, ja, Jackson finde ich auch super. Ja, super. Ja, vor allem bei Thorsten fehlt auch immer so die Mimik dazu, die man einschätzen kann. Ne? Ja, sorry, du siehst so einen scheiß Waschbären hier vor dir. Und du bist ständig am Grinsen, weil ich da so ein Kuscheltier anguckt. Nein, aber Janet Jackson hat ein paar Sachen gemacht, die stehen ihrem Bruder in nichts nach. Also ich finde die schon echt gut. Also Jamiroquai finde ich auch absolut ein Hammer. Wenn die nur einen einzigen Song rausgebracht haben, aber trotzdem finde ich die super. Da bist du bei mir direkt angekommen. Jamiroquai finde ich großartig. Ja. Und endlich wieder dieses Melancholy and the Infinite Sadness kommt endlich als Repress am 11. August. Übrigens auch Marilyn Manson, Mechanical Animals kommt auch endlich wieder als Repress. Gott sei Dank der 11. August. Und da kommt noch eine geile Scheibe. Die habe ich aber nicht jetzt parat. Also der 11. August wird teuer, aber Melancholy and the Infinite Sadness, 129 Euro. Zwar knackig, aber was kostet das Original? 400, 500, 600 irgendwie um den Dreh. Also da freue ich mich wirklich. Und auch Mechanical Animals auch, dass es das mal wieder vernünftig gibt. Morgen kommt übrigens die Greta van Fleet. Das stimmt. Da hast du recht. Das wäre aber noch schöner. Wenn ich in 5, 6 oder 10 Jahren meine unterschriebenen Angelo Kellys verkaufe, dann willst du auch noch davon was haben. Das geht ja nicht. Aber ja, klar, das ist dann der Sinn, warum die dann wieder nachpressen, damit sie noch ein bisschen Geld damit verdienen. Man wird dann wieder heimlich gelacht, Thorsten. Du lachst immer heimlich. Ich blende mal den Kommentar vom Dietmar Esser ein. Von wem? Dietmar Esser, Jamiroquai, vom Umweltaktivisten zum Ferrari-Fahrer. Genau mein Humor. Ja, das stimmt, ja. Im Video auf jeden Fall, ja. Ja, aber der hat ja lange nichts mehr gemacht, oder? Also von dem hört man gar nichts mehr. Nee. Beim RSD gab es eine Platte, die habe ich bei dir gekauft. Ja, aber das ist ja auch eine alter Käse. Ja. Ja, schade eigentlich, ja. Also ich finde es gut, mir fehlt noch eine. Nee, zwei Platten fehlen mir noch. Willst du nicht?
Ja, aber ich glaube, das ist auch gar nicht machbar, oder? Also das alles nachzuvollziehen. Aber das ist die Erklärung natürlich, warum es immer wieder nachgepresst wird, damit man dann damit noch ein bisschen Geld verdienen kann oder zumindest die Labels. Ich weiß nicht, ob die Künstler oder die Künstlerfamilien dann davon jetzt noch was haben, wenn man James Last nachpresst. Ich weiß es nicht, wo die Rechte liegen. Aber wir haben doch dieses Gesetz mit der Use it or lose it. Das ist doch jetzt irgendwie Europagesetz, ist doch verabschiedet worden. Wenn du nach so und so vielen Jahren, ich weiß nicht genau, wo die Schwelle ist, 40 Jahre, 50 Jahre, irgendwie sowas, was so und so alt ist, ist Public Domain. Es sei denn, du legst es neu auf, dann behältst du die Rechte. Aber wenn du es nicht neu auflegst, dann kann es jeder benutzen, wie er lustig ist. Und ich glaube, dann sind die Rechte auch für immer weg, ne? Ja. Genau. Und ich glaube, deswegen wird da einfach viel von dem alten Kram nochmal neu aufgelegt, einfach nur, damit die Rechte behalten. Aber warum verkaufen dann so viele Musiker, also die ganz Großen, für unendliche Millionen jetzt an Universal oder was auch immer, ihre ganzen Musikrechte? Warum macht man das? Man hat doch, also weiß ich nicht, ich bin nicht in der Situation, aber keine Ahnung. Rod Stewart seine Musikrechte verkaufen, geht es da wirklich um Kohle? Warum behält man das nicht? Warum gibt man das ab? Klar, man hat ein paar hundert Millionen, kann man immer gebrauchen, hat man die dann aber nicht sowieso schon, und warum gibt man die Rechte an seiner Musik ab? Naja, keine Ahnung. Ich meine, wenn er da irgendwie... Ich meine, viele von den Jungs sind doch heute kurz vor Scheintod. Weißt du, also, da guckst du auf die Uhr, weißt, ich habe sowieso nur noch 5 Jahre. Komm, tu noch mal 100 Millionen raus, ist doch egal. Ja. So, ich glaube, ja, andersrum sind die Jungs, die sowieso schon irgendwie halb tot sind, die haben auch genug Kohle. Ob die dann nochmal 100 Millionen mehr haben, ist dann wahrscheinlich auch egal. Also. Ja, ist nicht bei allen. Kann sein. Aber es haben ja auch viele, ich meine, wir haben gerade über Jamiroquai gesprochen. Ich meine, der ist ja bekannt dafür, der hatte ja nicht nur den Ferrari, sondern der hatte ja eine ganze Sammlung an Luxusautos. Und es geht ja vielen so, dass die einfach auch. Die haben viel verdient, aber die haben auch mit beiden Händen die Kohle wieder rausgehauen. Ne, Stan Laurel, Oliver Hardy, also Dick und Doof, die sind gestorben, so arm wie eine Kirchenmaus. Ja. Und die waren ja auch die Superstars zu ihrer Zeit schlechthin. Also ich glaube, da gibt es nicht wenig Beispiele von Künstlern, wo das so ist. Auch ein guter Punkt. Immer mal wieder eine gute Idee, ja. Damit umgehst du komplettes Erbstreiten. Ja, das stimmt. Ja. Wenn du die verkaufst. Ich denke auch, dass das aktuell ist mir das so ein bisschen in der heutigen Zeit halt irgendwie aufgefallen, bei den ganzen Influencern oder halt auch bei den ganzen jungen Rappern und so. Die sind dann halt mal irgendwie für ein, zwei, drei, vier Jahre irgendwie gehypt irgendwie, verdienen dann da ihre Millionen, aber die schmeißen das Geld natürlich auch genauso schnell wieder aus dem Fenster raus. Ne? Ja. Da gibt es ja endlos Beispiele. Ja. Gibt es ja endlos Beispiele. Guck dir den Mike Tyson an. Der erzählt es ja auch selber, dass er halt einfach richtig, richtig frisch war, aber dann das auch einfach genauso wieder rausgeballert hat, die Kohle. Also ich glaube, es gibt schon viele, die hinterher nach ein paar Jahren verarmt sind wieder. Ich bin mal kurz raus, bin gleich wieder da. Ja, wir sind dann auch gleich raus. Wir haben jetzt 11:15, 2 Stunden. Haben wir noch wichtige Themen? Wollen wir nochmal Massenlaufwerke ansprechen? Oh Mann. Ich will sie jetzt aber auch provozieren. Nein, gar nicht. Nein. Überhaupt gar nicht. Wenn du gerade auf dem Klassik-Modus bist, Pete, dann, wenn du Bock hast, hör echt nochmal in die Horrorwitz rein, die wir dir mitgebracht haben. Werde ich mal tun. Ohne Mist. Also ich bin nicht auf dem Trip, aber irgendwie ist halt die. Ja, also die Neugierde, neue Sachen zu entdecken, wurde durch diese Serie dann auf jeden Fall geweckt. Ja. Weil mir macht das irgendwie Spaß und auch die ganze Qualität von dem Zeugs. Ich finde es echt klasse. Dagegen sind so andere Represses, wo die neuen Covers irgendwie so ein bisschen hochgehoben werden, finde ich nicht ganz so geil, aber auch das ist wieder Geschmackssache. Ja, hier Matze gerade noch mal einen schönen Kommentar reingeschrieben. Was haben wir denn hier? Thorsten, erklär doch mal bitte, ob die CD oder Menü einen besseren Sound hat.
Und vor allen Dingen, klingt das Vinyl auf dem Masse-Laufwerk jetzt besser als auf dem Brettchenspieler? Auch auf jeden Fall kriegst du, wenn du mit dem Hammer draufhaust, die auf einem Masse-Laufwerk besser kleingekloppt, die CDs. Das ist definitiv ein Vorteil. Ich glaube, die Lager werden nie aufhören zu streiten, oder? Das wird immer, ja, glaube ich auch nicht. Immer, wird immer dasselbe. Soll doch einfach jeder hören, wie er möchte, meine Güte. Ich hatte gestern Abend noch ein Telefonat, eine Stunde über Kabel. Ja, das, ich glaube, dass die Streiterei oder diese endlose Diskussion wird meines Erachtens aber in erster Linie von Leuten befeuert, die noch nicht mal bereit sind, sich den Unterschied ernsthaft anzuhören. Also genau. Es ist egal, ob wir über Kabel reden oder über CD versus Platte. Das ist, in erster Linie sind das Leute, die hören sich das noch nicht mal an. Und sagen dann, ja, eine CD ist so toll und eine Platte ist irgendwie ganz doof, weil da kratzt ja was durch eine Rille und das kann ja nicht funktionieren. Und die haben beide Techniken nicht so richtig geschnallt, weder CD noch Platte verstehen sie wirklich, wie es funktioniert. Sehen halt nur, ja, CD ist digital, da gibt es ja keine Verluste, also muss das ganz toll sein. Das ist ja meistens auf so einer total bescheuerten Ebene die Argumentation. Oder mit Kabeln, ja, ich höre mir das gar nicht erst an, also klingen alle Kabel gleich, ja, toll. Ja, genau. Soll man dann dazu sagen, das ist... Ja. Auch das merkt man nur, was man ausprobiert hat, oder? Also es ist genau, wenn du in dem Moment, wo du es ausprobiert hast, stellt sich die Diskussion nicht mehr. Dann ist irgendwie klar, wie eine Platte im Vergleich zur CD klingt. Dann ist klar, gibt es Unterschiede zwischen verschiedenen Kabeln. Da ist klar, da gibt es ja irgendwie so diverse kontroverse Themen. Macht ein Netzfilter, bringt da irgendwas? Oder da gibt es ja so viele Sachen, die so als... Es bringt ja alles immer irgendwie was. Nur die Frage ist, in welche Richtung und ist das immer gut? Ja. Mir hat der Netzfilter hier nicht gefallen. Ich habe ihn nach 3 Monaten wieder rausgenommen. Mir hat es keinen Spaß. Ich weiß nicht, das hat aber du hast einen Unterschied auf jeden Fall gehört. Es hat sich angefühlt, als hätte meine alle Red Bull gesoffen. Also es war irgendwie alles mehr da. Ja, wirklich, wie auf Drogen. Also, okay. Weißt du, ein bisschen, aber mich hat das irgendwann genervt. Es war ein Unterschied da. Genauso wie du andere Kabel nicht hörst, aber der Musikunterschied oder der Hörunterschied ist einfach da. Ja. Punkt. Und zwar egal, ob du jetzt ein Stromkabel, weiß ich nicht, das habe ich noch nie ausprobiert. Da soll man aber den größten Unterschied hören können, egal in welche Richtung. Aber Lautsprecherkabel, Leute, da hörst du bei 3 verschiedenen, bin ich mir sicher, wenn du die Augen zumachst, hörst du 3 verschiedene Kabel. Ja. Wenn du die Anlage kennst, dafür musst du die Anlage natürlich gut kennen. Ja, genau, das ist ja auch noch immer wieder so ein Punkt. Ne? Das ist ja auch die Frage, ob das dann besser klingt oder ob es erstmal nur anders klingt halt. Ne? Genau, aber ich meine, der Punkt ist, aber mit anders klingen fängt es doch schon mal an. Also du musst doch, der erste Schritt ist doch erstmal einzugestehen, okay, da ist erstmal ein Unterschied genau. Da und es klingt eben nicht alles gleich. Und dann genau, sich darüber auseinanderzusetzen, muss ein Kabel 10.000 Euro kosten oder, ja, das sind ja dann alles Diskussionen, die sich dann anschließen. Und da kann man ja völlig unterschiedlicher Meinung sein, aber erstmal muss man nochmal wahrnehmen, okay, da ist ein Unterschied da. So, ich hab schon mal für diesen Stream einen super Titel. Ich werde das irgendwas mit Spice Girls und Kabelklang oder klingen die Spice Girls mit teuren Stromkabeln besser als auf CD. Ja. So, super. Das war gerade mein Gedanke, wo ich das gelesen habe von Angelo. Spice Girls auf guten Kabeln. Genau, Spice Girls auf guten Kabeln. Mit dem Kabelthema hatte ich mich ja lange Zeit irgendwie wenig beschäftigt irgendwie, einfach weil auch alles auf einmal halt irgendwie nicht geht. Und dann irgendwann mal angefangen mit zu beschäftigen und dann auch irgendwie halt viel gelesen. Manche sagen irgendwie völliger Schwachsinn, das hört sich alles gleich an. Und da habe ich gedacht, okay, jetzt probierst du es einfach mal aus. Dann halt irgendwie 2, 3 verschiedene Kabel gehört und da weiß ich bis heute noch nicht, klingt das jetzt besser oder klingt es einfach nur anders? Das ist doch schlimm. Das ist doch schlimm, wenn du weißt genau, klingt es anders oder klingt es besser? Also ich fände diese Situation furchtbar. Deswegen habe ich dann irgendwann diesen komischen Netzfilter rausgenommen. Weil mir hat es dann, also es war nicht anders, es war anders, aber es war nicht für mein Gehör zum Besseren. So, hat mich total genervt. Nee, aber ich hab jetzt mittlerweile hier wirklich 3 Paar Kabel liegen, von ganz billig bis irgendwie ein bisschen teuer. Und da wusste ich nämlich hier, der Matze, warte, jetzt habe ich es weggeklickt, der hat nämlich recht. Ich blende es nochmal ein. Kabel unter Neuwagenpreis kommen mir nicht in die Tüte. Und da hat der Mann vollkommen recht.
unter 30.000 Euro der Meter ist nämlich alles nur Käse. Genau, da kannst du auch ein Klingeldraht nehmen. Ja, das ist, und das Witzige ist ja, also die meisten, die ich kennengelernt habe, die sagen, Kabelklang ist alles Quatsch und das hört man nicht. Die haben aber armdicke Dinger da liegen zu ihren Boxen. Und dann, wenn ich dann frage, warum nimmst du dann die Strippe nicht aus dem Baumarkt, wenn es keinen Kabelklang gibt, da wird irgendwie dämlich gegrinst. Also. Ja. Ja, Angelo hat auch nochmal einen guten Tipp. Ja, definitiv. Da, also ganz viel davon zustimmen. Auch die Spice gehört bestimmt. Ach, schön, schön. Kinder, war das wieder schön, sehr spontan. Mein Akku ist leer. Wir haben 20 nach 11, zwei Stündchen. Ich glaube, wir machen eine Pferde. Ich höre noch ein bisschen Musik. Ich höre mir noch mal ein bisschen Mixtape an. Kennst du hier Mixtape? Ne? Pass auf. Kennst du die Mixtapes von Guardians of the Galaxy? Ja. Die sind nämlich auch sehr geil. Ja. Hooked on the feeling. Super. Die gibt es auf Platte. Ist das eine gute Sache? Ist das gut? Ja. Es macht Spaß. Es macht Spaß, ob es gut klingt. Aber kann nur, ich sagen, aber ich habe vorher mit dem Thorsten telefoniert, er hat gesagt, nur auf dem Masselaufwerk. Sonst ist mit das am linken Kabel. Und mit Alkohol. Und mit Alkohol. Sonst ist das nicht gut. Aber ja, habe ich schon mal nachgedacht, aber ich habe dann immer gedacht, von wegen, ich kaufe mir die eher nicht, weil die Platten dürfte ich alle hier stehen haben, also als Einzelne. Nö, dann kannst du dir ein Mixtape selber machen. Hast noch einen Kassettenrekorder? Oder einfach ins Regal gucken, dürfte sogar noch da sein, ja. Und das ist der Kommentar zum Abschluss. Wir setzen uns alle hin und machen ein James Last Mixtape. Jeder schlägt zwei Titel vor und dann... Genau. Und das Tape bringst du dann mit zum Community-Treffen. Genau. Community. Und da hören wir uns erst Spice Girls an und dann den James Last. Pete, wie viele Zuschauer hatten wir? Ich habe keine Ahnung. Teilweise über 80, 88, glaube ich, war Höchststand. So, und ich, mein Abschluss zum Abend ist, ich bleibe bei Peter Fox, Love Songs. Ich liebe das Album, ich höre das aktuell komplett durch. Vor allen Dingen Adriano Celentano. Ich halte es nochmal in die Kamera, das ist mein Abschluss, die lege ich gleich auf. Bruno, es ist kein Quatsch, ich höre die ist super, die ist super. Das ist dein Sommeralbum. Nee, genau. Gar nicht. Das ist totale Voodoo-Party. Ohne Mist. Und was läuft bei euch noch, ihr zwei? Oben, rechts, unten, links? Was macht ihr? Ich höre mir jetzt Best of James Last gesungen von den Spice Girls noch an. Genau. Und ich höre mir gleich nochmal mit Ace of Spades an, tatsächlich. Ace of Spades oder Ace of Base? Oh, Ace of Spades Motorhead mit Kopfhörer. Bei Ace of Base waren besser als dieses Ace of Spades. Oh. Also, Kenny finde ich geil. Die Mixtape Challenge von James Last. Genau, Angelo wird jetzt in der deutschen Community noch aktiv und macht eine Mixtape James Last Challenge. Das ist doch gut. Hier, RB nochmal zum Abschluss, weil der hat recht. Es ist ein perverser Scheiß hier gerade. Genau. Und wir lieben euch, wir sollten es jetzt auch gut sein lassen. Jungs, hat wieder endlos Spaß gemacht mit euch. Also. Ja, bis zum nächsten Mal. Dankeschön, dass ihr so zahlreich da wart, Leute. Spontan, ohne Thema. Und es ist doch ein schöner Abend geworden. Bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Video. Vielen Dank, Pete. Und ich bin mal gespannt, was morgen danke euch. Ciao. Bis dann. Ciao.